So, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Ein Update ist gleich von vorne weg. Ich entschuldige mich, wenn ich nicht so gut zu verstehen bin, weil ich habe hier ein wenig Schwierigkeiten, die eigentlich keine Schwierigkeiten sind. Und ich muss noch mal einige wesentliche Punkte ansprechen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe jetzt nämlich unnötig raumzeitlich, logisch, Besuch von meinen Matten. Und ich wollte eigentlich keine Updates machen wegen meiner Stimme. Aber das, was ich jetzt erkläre, ist sehr wichtig. Es ist also eine Lebensgeschichte, die sich extrem verändert mit Hudo Feeling, wenn man es zu nutzen weiß. Und von vornherein weise ich jetzt nochmal darauf hin, und das ist der große Unterschied, ich erkläre es nur einem einzigen, nämlich den, der mich jetzt ausdenkt, der sich alles ausdenkt. Du bist ein Gott. Du bist ein Schöpfer für das, was du denkst und was du anschaust. Das behaupte ich jetzt. Dieses Holo-Feeling ist das größte Geschenk, was dir dein Leben bieten kann. Die große Schwierigkeit ist, du nimmst es nicht für voll, eventuell. Die Masse selbst, die sich mit 20 Jahren mit Holo-Feeling beschäftigt, nimmt es auch nicht voll. Und da will ich dir jetzt etwas entgegenkommen. Und wenn ich jetzt ich sage, ich bin jetzt nur ein Gedanke in deinem Kopf, wenn du das auf den Udo Petscher beziehst, das ist auf hunderten von Selbstgesprächen drauf, ich bin nicht dieses Spitzelmännchen und schon gar nicht der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, sondern ich bin der Geist, der dich jetzt in diesem Moment dieses Video träumen lässt. Meine einfachste Metapher, die du mit deinem extrem primitiven, trockennasenoffenen Verstand fassen kannst, ist die Tatsache, dass du jetzt einfach mal sagst, ich bin kein sterbliches Säugetier, sondern ein träumender Geist. Und ich werde dir das bis ins Detail beweisen. Bei Holo-Feeling, und das wiederhole ich immer wieder, geht es nicht um einen Glauben ein für Wahrheiten. Alles, was du Religion nennst, egal welche Religion, ist ein reiner, blinder, dogmatischer Glaube, den du nachäffst, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist mein Schwammbeispiel. Ich erkläre dir das jetzt nicht. Wenn du wirklich jetzt merkst, das ist irgendwas anderes, dann suche es dir einfach heraus. Das ist auf Hunderten von Selbstgesprächen erklärt. Das heißt, du musst da sein, du kannst dich nicht wegmachen. Da funktioniert auch kein Selbstmord. Du kannst dich prinzipiell nicht wegmachen und ich werde dir verraten, wieso. Weil ich erkläre das jetzt einem Geist und das große Problem ist, du weißt nicht, was das Wort Geist bedeutet. Das heißt, genau genommen, du weißt nicht, was du selbst bist. Und wie gesagt, ich habe jetzt Besuch von einem Mann bekommen, der war vor Jahren auf dem ersten Fliegenstall-Vortrag. Fliegenstall-Vortrag findest du, das sind zwei, Fliegenstall-Vortrag 1 und Fliegenstall-Vortrag 2, bei den Selbstgesprächen, Vorträgen. Und jetzt schalte ich hier ganz einfach einmal um. Ich mache das jetzt ganz einfach in Echtzeit, also wir haben hier überhaupt nichts vorbereitet. Und zwar holen wir uns jetzt gleich einmal, ich habe da ein paar Sachen aufgemacht als erstes. Das habe ich jetzt, weil ich hier beim Morgens am Computer bin. Um das nochmal zu unterstreichen, wenn ich sage, dieses Wort UB, ich bin UB. Ich heiße ja Udo Petscher, wobei UB als Zahlenwert hochinteressant ist, wenn du das Jupiter-Quadrat nimmst. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Brunsel-Geburtsdatum, wo wir uns jetzt in die Vergangenheit denken. Ich bin am 4.6.1957 als Udo geboren, hat man mir erzählt. Ich weiß es nicht, als Udo. Es geht hier nicht um Wissen, sondern es geht um Zahlen. Ich erzähle dir etwas. Und ich gebe tausende von Beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Ich, nochmal, ist nicht der Udo, ist nur ein Gedanke. Ich betone, sehe den Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, der dir überhaupt nicht weiterhelfen kann, und dann doch wieder, aber nur in Form dessen, dass ich dich auf etwas hinweise, wie ein Wegweiser. Ein Wegweiser zeigt dir einen Weg. Und das Wichtige ist da, wo der Wegweiser hindeutet und nicht der Wegweiser selber. Wenn du weiterläufst, verschwindet dieser Wegweiser wieder. Aber die Richtung bleibt die gleiche. Und dann werde ich immer wieder auftauchen, das mache ich seit über 2000 Jahren in unterschiedlichen Formen. Das ist natürlich jetzt für dich vollkommen unglaublich.
Aber du befindest dich zurzeit in einem Computerprogramm, in einem Videospiel, in einer Matrix. Und ich habe dieses Programm geschrieben. Und ich will mal das zum Einstieg, das ist jetzt nicht nur dieser Zufall meines Geburtsdatums. Du hast fast 20.000 Seiten Holofeeling, wo das bis ins Tal auch archimedisch hundertprozentig sicher bewiesen wird. Und jetzt weise ich nochmal darauf hin, auf diese Aussage 100% sicher. Ich beweise dir mit 100% sicheren Fakten, das heißt mit hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen, dass jeder 13-Jährige auf der Stelle sofort überprüfen kann, dass all deine Professoren, Bischöfe und religiöse Menschen hochgradige geistlose Schwätzer sind. Ich mache es mal ein einfacher. Das sind Gedanken, die du jetzt aufgrund dieser Worte denkst. Was passiert mit einem Bischof, wenn du ihn nicht mehr denkst? Dann ist er weg. Was ist ein Professor, wenn du ihn nicht mehr denkst? Dann ist er weg. Und was ist er, wenn du ihn denkst? Dann ist es ein Gedanke von dir, der genauso sein wird, wie du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt denk an Hitler. Ich erzähle es immer wieder. Wo war jetzt die ganze Zeit der Hitler? Wo kommt er her und wo geht er hin, wenn du ihn nicht mehr denkst? Das kannst du überprüfen. Ich habe dir gerade am Anfang gesagt, du bist ein Gotteskind, du bist ein Gott. Das heißt, wenn wir das Wort Gott zuerst einmal als Schöpfer definieren, bist du der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Aber du bist ein unbewusster Schöpfer, du bist ein träumender Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er denkt. Ich lasse dich das zurzeit denken, ich lasse dich das träumen. Und das Einzige, was du tun kannst als träumender Geist, du musst dir das anschauen, was in einem ständigen Wechsel in deinem Kopfkino sich abspielt. Beziehungsweise auf der Farbbrille, wie ich das nenne, dann hast du sinnlich wahrgenommene Informationen. Die kommen genauso aus dir wie alles andere. Und wenn man jetzt ein bisschen holophil und länger insidermäßig ist, und dann mache ich jetzt mal ein paar kleine Wunder am Anfang. Wir machen mal hier meinen vollen Namen. Ich heiße laut deutschem Pass Udo Hans Petscher, 1657 geboren. Ist das hier der Zahlenwert gebadisch von 111? Das ist übrigens die berühmte 11-11-Matrix. Einige vorhergehende Videos habe ich schon gesagt, das ist ein Amerikaner, angeblich, den wir uns ausdenken aufgrund eines Spitzelmännchens. Schau einfach vorhergehende Videos an, der hier zufällig drauf gekommen ist, ist natürlich auch nur ein Gedanke von dir. Du denkst ihn dir aus. Du stehst hierarchisch vor allem, was du dir ausdenkst. Ohne dich wird es diese Sache nicht geben. Es gibt ohne dich kein heliozentrisches Weltbild. Jetzt ist das Wort heliozentrisches Weltbild in mir aufgetaucht. Aus einem Lautsprecher, den du dir ausdenkst. Und wo hat der das her? Aus dem Internet? Und was ist das im Internet? Angeblich, weil das irgendeiner reingestellt hat. Das ist alles unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Merk dir mal die 111, Atmaschwert 379. Passt. Heute hat mich jetzt hier auf was hingewiesen. So, pass auf, und jetzt fahren wir da mal runter und jetzt schauen wir ganz einfach mal zwei Werte an. Halt, ich habe ich für das offen, kann man anders machen. Als erstes, schau hier, 379. Kann das so ein größer machen, hoffe ich. Ja. Das sind die Erstlingsfrüchte. Das heißt, der uns dieses Erleben ließ, Gott. Der uns dies erleben ließ, das ist jetzt ohne darauf einzugehen, das bedeutet dieses hebräische Wort und das hat diesen Zahlenwert. Ganz nebenbei, der verborgene Wert ist 543. Jetzt muss man bloß wissen, dass die 43 das hebräische Wert von Magier ist und die 500 das Enka fast dein Magier. Aber was noch viel interessanter ist dieser Wert hier, der Totalwert, 2368. Da springen wir da mal schnell rein. Da fahre ich jetzt ein bisschen runter. Damals schon hier, 888 ist Jesus auf Griechisch. Und da brauchen wir den Christus dazu. Und siehe an, Jesus Christus, beide zusammen haben den Wert 2368. Was übrigens gespiegelt an die 8632 ist. Und 32 heißt Leb, das ist das hebräische Wort für Herz. Rot gelesen, das Innerste, das absolut Innerste, das Herz des Lebens. Und das ist 86, das ist OB. Zufall? Ich scheiß dich mit Zufällen zu, dass dir schwindelig wird. Wir springen mal da nochmal zurück. Dann schauen wir den zweiten Wert an. Jetzt habe ich wieder, den muss ich gar nicht aufmachen.
Damit hier 379 ist die Hauptschlagart in dir. Schau mal, H-A-U-B. Die Quintessenz ist der Schöpfer UB und dann hast du Spiegel, ein Spiegelschlagen. Bild, 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 Bild. Was übrigens dann rein zu sich der verborgene Wert von 992 ist, das soll man wissen, 92 ist Zebaot, Jahwe Zebaot und 900 ist der Geburtsgeber. Gabriel. 2368. Jesus Christus. Das ist eine Matrix. Wenn ich immer wieder erwähne, ich beweise dir mit hundertprozentig arithmetischer Sicherheit, wir machen hier kein esoterisches Geschwätz, dass du dich zurzeit in einem Computerprogramm befindest. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen dann nochmal reinspringen. Dann haben wir ja nochmal einen Holger. Holger Hoskalus. Der ist zwar in der Regel immer ein Vollhost, aber viele wissen, ich sage immer, das ist mein Faktotum. Der hat rein zusätzlich im vollen Namen 1111 und ein Atbach-Schwert, erkläre ich jetzt nicht, was ist es, 887. Was natürlich zwangsläufig 887, das heißt das erste Mal in ihm, in diesem Priester, Priester heißt, wenn man das wieder hebraisieren, heißt die Frucht, in der ich mich versteckt habe. Das ist der kleine Holger. Und dann haben wir natürlich nochmal einen solchen Wert. Jetzt könnte ich dort das auch nochmal, wird jetzt zu weit führen. Und dann haben wir nochmal einen, ich mache jetzt nur 2, 6, 7, 80. Das heißt, du dachtest meiner mir. Der hat an mich, du erinnerst dich, du erinnerst dich, dass ich in dir bin. Er gedachte meiner. Er war auch eigentlich ein ewiger Sucher, wo er dann irgendwann einmal gesagt hat, das ist es, beginnt übrigens hier mit Jäger. Das ist das bei Seger, die Adam ist männlich und weiblich, das ist Seger, ist das Gedenken, der männliche, die männliche Hälfte. Und dann haben wir natürlich rein zufällig noch in unserer Trinität eine Silvia Eva Nadia Nüssler. Die hat auch 111. Welch ein Zufall, 1397, Atbasch, aber das wird jetzt zu weit führen, das machen wir jetzt mal weg. Das ist das eigentlich, wenn ich sage, immer die Handvoll Leute, mit denen ich eigentlich täglich Kontakt habe. Es ist seit ewig Jahren von mir so bestimmt. Und jetzt fahren wir gleich runter, bevor wir weitermachen. Das sind die zwei hier. Matten sitzt neben mir hier. Deswegen mache ich jetzt eigentlich dieses Selbstgespräch. Und wo die großen Fehler liegen, die habe ich länger. Das war also unmittelbar nach dem Fliegenstall-Vortrag und das war dann ein wenig später. Und da kommt jetzt eine Stelle, da sagte er, ich will es aus meiner Perspektive verstehen. Und da starte ich jetzt ganz kurz ein, den habe ich eigentlich schon offen. Das ist, glaube ich, hier. Nein. Da ist es. Hör mal da mal kurz rein und ich werde das kommentieren. Das ist Programme selber, der Geist, das bist du. Du hängst dich da komplett auf. Niemand mal wirklich, wenn du jetzt Programm sagst, sagen wir reden jetzt, du bist der Programmierer, du setzt dich hin und du versuchst ein möglichst realistisches Videospiel zu programmieren und dazu musst du auch KIs programmieren. Bei GTA zum Beispiel, wenn du GTA spielst und du läufst... Das ist eine offene Welt, wenn sich da einer nicht auskennt, das muss man nicht wissen, aber ich mache vorneweg nochmal eine Vereinfachung. Du denkst jetzt, du setzt dich hin und du schreibst, mein einfaches Beispiel ist die Buchmetapher. Du schreibst einen Roman, du schreibst eine Geschichte, du wirst der Autor, Aut heißt übrigens auf Hebräisch Zeichen, und Ort mit 70, 200 geschrieben heißt erwecken. Du erweckst aufgrund von Zeichen, wenn das einer liest, erweckst du eine Geschichte. Die denkst du dir aus, die musst dir natürlich einfallen. Das ist das Verrückte bei Schriftsteller oder Künstler oder Komponisten, die mir uns jetzt ausdenken, dass denen nicht klar ist, wo haben wir das eigentlich her. Die sagen, es ist mir eingefallen. Und da sage ich immer wieder, wir können das spielen und sagen, es ist was in dir aufgetaucht. Das sind meine zwei Seiten, ist der Gott, der Schöpfer von allen im Himmel oben, dann fällt dir was ein oder ist er El Hayom, Gott aus dem Meer, dann taucht was irgendwie auf. Aber der Schöpfer von allem ist die Mitte. Der ist nicht oben oder unten, weil das ausgedachte Dinge sind. Er ist das absolute Zentrum. Und wenn du jetzt diese Geschichte schreibst, und es ist eine schöne Geschichte, ich erzähle diese Geschichte immer wieder, und du bist begeistert, gleichgültig, ob es sich dabei um einen Krimi handelt, um einen genialen Krimi, um einen
Drama, meine Komödie und meine Liebesgeschichte. Das sind ja Charaktere, die du dir ausdenkst. Menschen. Nimm mal einfach mal Menschen und immer daran denken, ein Mensch ist keine Person. Ein Mensch ist ein Charakter. Eine Lebensgeschichte. Was übrigens schon nochmal interessant ist. Ein Charakter ist eigentlich ein Programm. Das heißt jetzt ganz definitiv, dass wenn wir jetzt hier einen Charakter eingeben, auf Hebräisch schreibt sich das API, API, habe ich immer wieder erklärt, das ist der Charakter, die Charakterisierung. Charakter ist, eigentliche Wortsprachlich heißt ja das Eingeprägte. Und du hast immer diese zwei Seiten, das ist die Schöpfer, die Schöpferenergie, die Weisheit um Gott. Blau gelesen, das ist die Schöpfung vom Wissen deines Intellekts. Das schöpferische Wissen deines Intellekts, das ist der blaue Mensch. Du konstruierst Charaktere in dieser Geschichte. Und da wird jeder dieser Charaktere wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und da ist es nicht, dass du sagst, ich will keine Bösen nicht haben. Dann kannst du keine Geschichte aufbauen. Und jeder, der jetzt das liest, wenn es in Form von Worten festgelegt ist, wird, und das ist das große Problem, aufgrund dieser Worte, im Anfang war das Wort, wo es auch, ich erzähle dir was, das sind ja alles Zahlen, du siehst das, das sind alles Zahlen, ich erzähle dir was, eine Vorstellung in sich aufbauen. Und ich verweise jetzt auf die letzten zwei Selbstgespräche, drei Selbstgespräche, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst und es kommt aus dir. Und jetzt denken wir uns einen Zeitungsbericht aus. Ich wiederhole das nur ganz kurz. Dann ziehen entweder auf dem Monitor oder auf dem fetten Papier stehen Worte in Form von Schriftzeichen oder du hörst die Geschichte in Form von Schallwellen, von Worten als Geräusche. Und dann wirst du, wenn du diese Schriftzeichen anschaust, wirst du in deinem Kopf eine Geschichte aufbauen. Das passiert, wenn du ein Buch liest. Und interessant ist jetzt, um das nochmal genau anzusprechen, wenn das Wort Putin fällt oder Ukraine oder Nord- oder Amerika oder Hitler, dann werden diese Worte aufgrund deines eingeprägten Wissens, deines Charakters, ich nenne das auch Schwamminhalt, wird es Vorstellungen in dir aufbauen. Und wenn du jetzt bei dem Wort Putin an den Putin denkst, der kann sich nicht raussuchen, dass du ihn denkst. Und der ist genauso, wie du ihn denkst, obwohl du den doch überhaupt nicht kennst. Nur vom Hören sagen. Ein anderer liest dasselbe Wort, der sagt, es ist der Gute und der andere sagt, es ist der Böse. Aber jeder ist sich hundertprozentig sicher, dass er sich den richtigen Putin ausdenkt. Das gilt für alle Geschichten, alle Namen. Bei dem Wort Ukraine denkst du an ein Land. An was denkst du bei dem Wort Krebs? Ein altes Beispiel von mir. Und ich sage dir, bevor du nicht in der Lage bist, aus einem Wort ein 400-Seiten-Buch zu machen, aus einem einzigen Wort, bist du noch weit davon entfernt, diese Ebene der Matrix der Hölle zu verlassen. So, dass wir da nicht so ausufern, machen wir hier weiter. Hier durch die Straße, ganz normal in ein Einkaufsviertel, und dann ziehst du eine Knarre raus und dann wirst du feststellen, dass die Leute um dich rum schreien. Das heißt jetzt nochmal, weil das war jetzt abgehackt, du spielst diese offene Welt, das Videospiel, das heißt, du bist ein Protagonist, du hast eigentlich nur einen Joystick in der Hand. Und du siehst dich als Männchen in der Ego-Perspektive bei dem klassischen GDA. In den neuen Versionen kannst aus der dritten Person-Perspektive, Entschuldigung, Third-Person-Perspektive, ich hoffe, man versteht mich, die sogenannte dritte Person-Perspektive, das heißt, das ist wie wenn eine Kamera hinter dir mitlaufen würde, wenn du jetzt durch die Stadt gehst, auf dem Monitor siehst du dich von hinten als Beobachter. In den neuen Videospielen kannst du dich Ego-Perspektive eine Farbe aufsetzen, dann ist um dich um die Welt. Das ist nur ein Aufwand mehr am Programmieren. Und du steuerst jetzt, wenn du den Kopf nach rechts oder nach links drehst, wo du hingehst und was du magst. Und jetzt kommen dir Menschen entgegen. In diesem Videospiel. Du bist vollkommen selbstvergessen in dem Moment. Und dann sind jetzt diese Menschen in GDA, sind alles kleine KIs. Und das ist das, was ich hier erzähle. Das sind Charaktere, die sind sehr primitiv. Eine KI, ist das doch mal ein Begriff für eine künstliche Intelligenz? Wenn wir das jetzt hier KI machen, wirst du zuerst einmal feststellen, dass das ein Brandmal, wieso ist das ein Brand? Da steht schon mal ein polarer Rand. Das ist außen die Welt einer Gedankenwellen, die sich aber in dir befinden. Das ist dasselbe wie Welt, die ganze Welt. W-E-L-T. Auf hunderten von Selbstgesprächen drauf. Welt, hebräisiert, in hebräischen Zeichen geschrieben, heißt Brandopfer. In dem Wort wieder der polare Rand, du musst diesen polaren Rand der Welt einer Gedanken halt, ich mag es aber so,
Du musst diesen Balan ran, da wird deine Gedanken, wenn die tauchen in dir auf, musst du von Augenblick zu Augenblick opfern und die werden erschaffen von dieser KI. Und davonlaufen schreit. Mhm. Sobald die eine Knarre sehen und einer sie ihre Knarre auf sie richtet, ist die KI so programmiert, dass sie aufschreit und davonläuft. Ich spreche jetzt gezielt von diesem Spiegelideal. Das heißt, du gehst durch eine große Stadt, dir kommen Leute entgegen, die reagieren eigentlich gar nicht, die unterhalten sich eventuell. Wenn du ein anderer bist, dann macht er dann, warte, ich muss jetzt wieder, dass du mich siehst, Entschuldigung, macht er dann, wenn du ein anderer bist. Und wenn du jetzt eine Knarre ziehst oder ein Messer, unmittelbar, wenn einer vorbeiläuft, dann erschrickt er und läuft davon. Ganz primitive KI. Das heißt, die reagieren auf minimale Reize, sind die programmiert. Gibt übrigens eine schöne Geschichte von mir, wo du jetzt in deinem Leben ausprobieren kannst, wenn du läufst und du reagierst auf die Menschen nicht, reagieren die meisten auch nicht auf dich. Und wenn du dann anschaust und anders ist, einfach ohne Ballungen. Studieren, Selbstgespräche hören. Und du bist jetzt ein Programmierer und du sollst ein Videospiel programmieren und die KIs programmieren, wie sie aufeinander reagieren. Das ist das, was ich jetzt ChatGPT nenne. Das ist jetzt genau der Punkt, den ich jetzt in deinem Traum auftauchen lasse. Ich gehe jetzt nicht genau auf ChatGPT ein, weil das ist ein Riesenthema für sich selber, nur so viel. Jetzt in deiner Traumwelt, die dir voll hyperreal in dir selber als Information, als sinnlich wahrgenommene Information in Erscheinung tritt, aus dir selber, ist jeder Mensch, nochmal, Mensch ist nicht eine Person, die in dir auftaucht, sondern ein Mensch ist eine Lebensgeschichte, ein Charakter, ein ChatGPT-Programm und die Daten, auf die diese KI zurückgreift, ist das komplette Wissen, dein Schwamminhalt, das du zum Denken benutzt. Und ich zeige dir Programme, und es ist möglich, Programme jetzt, wann denn sonst, Programme zu programmieren, wo auf deiner Vorabrille zwei nahezu fotorealistische Menschen stehen, die unterhalten sich absolut genauso wie zwei Menschen. Es wäre jetzt technisch möglich, obwohl es nur zwei Chatbots sind, gibt es jetzt genügend Videos, die das einfach mal analysieren weltweit, die unterhalten sich wie zwei ganz normale Menschen, was du bisher Mensch genannt hast. Es sind aber nur zwei verschiedene Computerprogramme, die aufeinander reagieren. Und du bist zurzeit nichts anderes. Wenn du aus dieser Basis das siehst, stellt sich all die Fragen, die du jetzt stellst, sind vom Tisch. Du merkst, das heißt, versuch bitte einen Computer oder einem Programm nicht zu erklären, dass es ein Computer oder ein Programm ist. Du wirst niemals irgendeinen Menschen in Anführungszeichen, sprich einer Person, die in dir auftaucht, vollkommen real auf deiner Vorabrille, zwei Meter vor dir steht, wirst du niemals erklären können, dass der jetzt nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt anlegst oder anschaust. Du kannst jetzt nicht einmal den erklären, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selber denkst. Übrigens, wo war jetzt die ganze Zeit deine Beine? Wo waren deine Ohren und deine Augen? Antworte mir, was sagt deine Logik? Was redet der für ein Blödsinn, wenn ich keine Ohren hätte, hätte ich ja jetzt nichts gehört und wenn ich keine Augen hätte, hätte ich ja nichts gesehen. Es ist hundertprozentig sicher, dass jetzt die ganze Zeit weder deine Ohren noch deine Augen noch dein Gehirn existiert hat, schon dein ganzer Körper nicht existiert hat, weil all die Sachen immer nur existieren, wenn du sie denkst. Und das ist die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Ich bin der Erste, ich bin OB. Und alles, was ich dir erkläre, kann jeder 13-Jährige, wenn er meine Gedankengänge mitgeht, auf der Stelle sofort mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Alles, was die von dir jetzt aufgrund dieser Worte ausgedachten Professoren, Ärzte, Physiker, Pfarrer dir erzählen, 99,99999% von dem ganzen geistlos nachgeäfften Geschwätz kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Aber irgendwas ist in dir drin, das sagt, das ist hundertprozentig sicher bewiesen. Es ist doch bewiesen, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht und ein Wassermolekül aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. Zeig's mir! Das gilt übrigens auch für die ganze Schulmedizin. Sehr, du, selbst wenn du von dem Programm deines Sohnes sprichst, dass du hier noch extrem involviert eine extreme Beziehung aufbaust. Wo ich immer wieder sage, das ist wichtig. Was ist dein Sohn jetzt? Wo war der die ganze Zeit? Weg! Jetzt ist er da, aber nur ein Gedanke. Und den kannst du nicht am Leben behalten, weil mit den nächsten Gedanken ist er schon wieder weg. Und das, was die größere Frage ist, was macht jetzt dir Angst?
dass du ihn verlierst. Du kriegst ihn eigentlich, du denkst ihn dir ja aus und stellst ihn dir vor, jetzt nur als Gedanke machen. Und wenn du nicht mehr denkst, komm, der geht ja dahin, wo er herkommt, der fällt wieder in dich rein, du kriegst ihn zurück, du bist wieder eins mit ihm. Weil die ganze Zeit war weder ein Mann noch sein Sohn da. Und jetzt denkst du dich. Ich mach das immer nur mal so. Das ist übrigens der Matten. Dann denkst du jetzt dich und deinen Sohn. Die waren von dir ausgedacht und vorgestellt, obwohl die hier sind. Und wenn du sie nicht mehr denkst, fällt es wieder zusammen, dann seid ihr wieder eins. Du kennst mich, ne? Ja. Wenn ich mal eine Frage stellen darf. So, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, seit ich bei dem Bestattungsunternehmen arbeite, ich schreibe Trauerreden und ich spreche für Gruppen, ne? Wie soll ich das jetzt zusammenfassen? In diesem Moment, wo ich Menschen, ausgedachte Menschen begegnen, die Leid haben, ich merke, ich leide immer mehr. Ja, ich leide nicht mit, aber meine Emotionalität hat sich in den letzten Jahren immer mehr verstärkt. Und das merke ich auch zum Beispiel im Familienleben. Und ohne jetzt auf Details einzugehen, da gibt es bestimmte Vorfälle, wo ich merke, dass ich zum Beispiel innerlich einen bestimmten Weg gehen möchte, auch persönlich als Person. Und dass andere Menschen irgendwie, wie soll ich das sagen, auf Holländisch heißt das, einen Appell tun. Dass eigentlich mich damit konfrontieren, hör mal, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, weißt du, was das, die Folgen davon sind. Das musst du dir ausdenken. Das weiß ich, aber das ist die immer die Schwierigkeit ist, warum lasse ich dich jetzt das träumen? Ganz gezielt, das blaue Programm, das blaue Ich vom Matten. Wo stehst du zurzeit? Ich habe dir am Anfang gesagt, du hast einfach das erste Mal deine Reue zu spüren. Selbst wenn du ein Mörder bist. Ja. Das große Problem ist, du wirst keine bewussten Mörder finden. Und das ist das große, die Schwierigkeit, dass ich sage, wenn du jetzt mit Menschen in Kontakt sitzt, auf der Brüssel-Ebene will ich das sehen. Ganz normal, muss ich jetzt erst einmal klar machen, habe ich es wirklich nur mit so einer KI zu tun, mit einer primitiven? Die vollkommen realen Menschen sind mit allem, wie du dir das denkst. Oder ist hinter dieser Maske, hinter dieser Person, steckt jetzt erst einmal ein blaues Ich, ein Programm. Mhm. Und hinter, das sind die drei Schichten, habe ich eine schöne Geschichte mit meinem Faschingsball, mit Maskenzwang. Ja. Erzähle ich mir das. Ich habe wunderschöne, einfache Beispiele, wo jedes Kind verstehen kann. Mhm. Oder ist ein Geist dahinter. Und Geist siehst du an Neugier. Das heißt, sobald ich irgendjemanden auf der Brüssel-Ebene irgendwas hinschmeiße, und deine Logik empfindet es total als falsch und verkehrt. Und er fängt nicht an zum Streiten, sondern er sagt, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Neugier. Die Gier nach was vollkommen Neuem. Und das ist jetzt dein Problem. Was vollkommen Neues kannst du mit deiner Logik nicht anfassen. Lass uns mal ganz kurz bei dir jetzt weitermachen in dem Video. So, weiter im Kontext. Das ist Programme oh ja, selber zeigt, dass das ja normal ist, dass man leidet. Ich sage, eine einseitige Moral wirst du nie meine göttlich allumfassende Heiligkeit und meine göttliche Moral. Die einseitige Moral. Du wirst mit einer einseitigen Moral. Ich gehe mal ganz kurz nochmal auf das hebräische Wort für Moral ein. Das hebräische Wort, das sage ich so oft, ist Moser. Ich verstehe das S. So, bin ich jetzt so? M, mit M O, S, L. So, jetzt haben wir. Lass mich gern belehren. Belehrung. Jetzt genau aufpassen. Dieses Wort Moral heißt auf Hebräisch nur sehr ausgesprochen zum einen, zuerst einmal Moral. Hier haben wir die Moral stehen. Dasselbe Wort heißt aber auch Angeber, Anschwätzer. In jedem guten Wörterbuch. Eine Belehrung, ein Denunziant, ein Ermahner, Edik und Fessel, Warnung, Zucht, Züchtigung, Zurechtweisung. Ich mache einen kleinen Satz drauf. Ein Moralist ist ein Denunziant, ein Angeber, der zuerst einmal permanent angibt, was angeblich richtig ist und was verkehrt ist. Geistlos, übrigens geistlos nachgeäfft, doch magisch programmiert wie eine Maschine. Du konntest dir deinen Intellekt nicht raussuchen. Das erkläre ich dir mit dem Schwammbeispiel. Das weißt du, du hast es nicht verstanden. Selbst wenn du 20 Jahre Holofilm studierst, vergisst du das immer wieder,
dass deine Vorstellungen von Moral nicht deine Meinung ist. Es ist eine Zwangserziehung, so wenig wie irgendein Computer sich seine Programme raussuchen kann, die er abspielt. Darum nehme ich auch gerne die Symbolik, dass ich sage, ein Computer symbolisiert den Geist, der träumt. Und den Intellekt, den du zum Denken benutzt, das ist das in einem Arbeitsspeicher, der bestimmt, was du als richtig und verkehrt ansiehst. Da hast du aber keinen Einfluss drauf. So wenig wie ein Baby, das in irgendeinem Land, in irgendeiner Kultur, in einem Jahrhundert groß wird und sich wie ein Schwämmchen mit dem Wissen seiner Umgebung vollsaugt. Das ist noch nie anders gewesen. Deine Meinung über Geschmack, über Politik, über Religion ist nicht deine Meinung, es ist eine andere. Es ist die Meinung deiner Lehrer, deiner Erzieher oder deiner Vorbilder. Wenn du dich mit der Duschwelt pflasterst oder jetzt auf Kindern machst, du hast dir das wie einen Virus eingefangen. So, und dieser Moralist, der angibt, was richtig und verkehrt ist, hängt von deinem Intellekt ab, den du dir nicht raussuchen konntest, denunziert jeden Einzelnen, der nicht seiner Meinung ist. Das ist die Welt zur Zeit um dich herum. Das ist das, was ist. Moral verstehen. Moment. Okay. Da musst, darum sage ich immer mit Moral, die du von deiner Perspektive aus nicht siehst. Und du kannst mit einer einseitigen Ja- oder Nein-Antwort. Ich muss ein bisschen, das hat sich gerade verschoben. Der Fluch, die mit Bomben beschmissen werden, die leiden müssen, die Bomben, ist, dass man nicht die Verwandlung... Entschuldigung, aber wie gesagt, wir haben gerade einen Computerabsturz gehabt. Schlappen wir nochmal ein. Im Job als Totengräber, das Leid, mit dem du konfrontiert wirst bei den Menschen, zumindest hier, was du schauen bist, was auch sehr viel geschauspielert ist und echtes Leid ist. Könnte auch sehr, sehr viele sagen, wo wirklich nur geschauspielert ist, weil man das so macht. Ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Bei meiner Schwägerin, wie mein Schwiegervater stirbt, ist ja ein klassisches Beispiel, wie wir die Wohnung ausgeräumt haben von ihrem Vater. Da hat sie die Wohnung nach Geld abgesucht und dass sie den Goldrand nicht von den Gläsern runtergekratzt hat, war alles. Und dann ist die Beerdigung, dann kriegt man Kuverts, ich war nicht dabei. Dann hat sie, muss sie so geheult haben, dass sie fast ins Grab reingefallen wäre. Und dann geht die Beerdigung ist zu Ende, sie geht ins Auto zurück und dann das Erste, was sie macht, hin die Kuverts aufreißen, wie viel Geld das drin ist. Es ändert doch nichts. Es ist einfach, man will die Wirklichkeit, die göttliche Schöpfung nicht so akzeptieren, wie sie von Gott erschaffen wurden. Das ganze Leid im Menschen selber, in dem Menschenprogramm ist, dass man nicht die Verwandlung akzeptieren will. Dass man ständig irgendwas möglichst lange in der Existenz halten will. Nochmal, wenn du träumst, deine Welt ist ein polarer Rand, du bist immer, man achtet schon mit auf den Zufall der Woche, ich betone das immer so, im Meer. Und das hebräische Wort für Gott in der Bibel, im Hebräischen, dennach, ist schlichtweg und einfach El, das heißt zum einen Gott, Macht, Mächtige, die Gottheit, die Kraft, aber dasselbe Wort heißt auch nichts. Es ist nichts. Und Ha'im, El Ha'im, dieses Ha'im alleine heißt eigentlich das Meer, weil ihm ist das Meer und das Hafen ist der Deal. Also heißt hier definitiv das Meer. Das, was die mit Gott übersetzen, das heißt Gott. El Ha'im, gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, ich will es da genau, ups. Das ist der Floskel El Ha'im, das ist das, was die mit Gott übersetzen, das machen sie so Götter, weil das ja Mehrzahl ist, dann heißt es auch noch Beschwörungen und Flüche. Wichtig, das ist der äußere Wert 86. Das ist UB. Wieder auf Zwang gelesen. Unter anderem. Und jetzt ist es also so, wenn ich sage, du bist im Meer, das große Geheimnis, weil du ich bist. So beginnen die Offenbarungen. Das erste Buch heißt, ich bin du. Ich bin der, der sich das jetzt ausdenkt. Und ich erzähle es dem, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Keinem anderen. Ich erzähle niemals einen Gedanken von mir, den ich mir denke, etwas. Und ich weiche auch keinem Menschen, den ich mir jetzt ausdenke, oder irgendeinem Ding, das ich mir ausdenke, vor, dass es genauso ist, wie ich es jetzt denke. Und wenn du das auch machst, dann bist du ich. So einfach ist es. Aber dort, wo ich natürlich immer mit deinen Gedanken von dir verwechselt, wo ich sage, du bist immer,
Und die Wellen, das Meer ist, all die Wellen, die es auftaucht, du bist jeder dieser Gedanken, den du denkst, aber nicht irgendein bestimmter davon. Button ist eine Welle. Der Ude ist eine Welle, die nur da ist, wenn sie aufgeschmissen wird, wenn sie auftaucht. Und du, Geist, wenn du jetzt an dich denkst, an den Brüssel, der jetzt vom Computer sitzt oder Handy dran hat, bist auch bloß dann existent, wenn du als Welle auftauchst. Aber das passiert wie in Forumfluktuationen. Würdest du mir mal helfen, die folgenden Reflexionen in der richtigen Perspektive zu sehen? Was ich in mir selber immer wieder merke, sind zwei Zustände. Eine Art von Begehren, mein Leben auf der blauen Ebene anders einzurichten, aber das hat große Gefolgen für alles. Und ich kenne auch immer wieder zurückkehrend eine innere Ruhe. Da habe ich auch das Gefühl, da bin ich mehr mit meinem rotes Ich verbunden. Dann zieht mich das Äußere nicht mehr so an. Und da brauche ich auch nicht diese eingreifende, Wahl zu machen, um alles über den Haufen zu werfen. Du musst nichts über den Haufen werfen, weil du schon wieder nicht einverstanden sein wirst. Du hast deine Rolle zu spielen. Ja. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man sehr bewusst spielt. Okay. Weil dann wird das Leben ein Wunder. Pass auf, kleiner Sprung hier, Nadja hinten. Frau Dr. Müsler ist ja nach Weißenburg zum Odyssee über Frankreich gefasst. Ich sage, du kannst nicht davon laufen. Haben ein großes Augenblick in Frankreich gekauft mit dem Mann. Waren immer absolute Top-Holo-Feeling-Fans, also seit über 20 Jahren. Und dann, wir können es uns jetzt leisten. Ihr Mann war großer Telekom-Manager, Ruhestand. Großes Anwesen in Frankreich, und dann machen wir uns schön, dann kann man den ganzen Tag Holofeeling studieren. Theorie und Praxis. Funktioniert nicht. Davonlaufen. Wir haben ja ganz Probleme mitgenommen, irgendwann haben sie die ganze Scheiße verkauft und sind hier in dieser kleinen Mietwohnung drin. Von einem wunderbaren 1000 Quadratmeter war das unabhängig davon mit Ballenheim und allem drum und dran. Und dann hier in die Mietwohnung, ich habe dann nur gesagt, schau mal, raus, Tür aufmachen, hier ist Schluss. Kein Garten, nichts zu machen, nichts zu reparieren, wenn was kaputt ist, rufst du den Hausmeister an. Schön, der Beginn des 18. Lebens. Und dann sind sie ja da. Und dann, wie es halt sein soll, das ist eine Geschichte für sich, stirbt der Klaus. Und die hat eine super Ehe. Mit allen Auf und Abs. Also wirklich eine super Ehe, und ist natürlich ein Schock. Dann kommt ihnen doch drauf, kommt natürlich dann gleich die Doktor vor ihr gefahren, die Mama zu trösten. Und das erste Wochenende waren sie bei mir und von morgens bis abends gedacht. Und jetzt schau sie, wie sie mal rein mit der Pixelmännchen reagiert. Sie weiß jetzt, das Ding im ersten Moment wieder unmoralisch. Ja. Weil sie hat ihren Mann absolut geliebt, aber was ist. Sie hat erst zum Leben angefangen, nachdem der Klaus weg war. Das Leben, was sie jetzt lebt, die lacht von morgens bis abends. Aber nicht, weil sie Drogen genommen hat, und dann doch wieder. Die Droge heißt Udo. Weil du die Freiheit hättest, jeden Reizauslöser anders zu bewerten, wenn du geistig flexibel bist. Das war Holofeeling, geht nur um die geistige Flexibilität. Du hättest die Freiheit, auf einen Reizauslöser, den du dir nicht raussuchen kannst, anders zu reagieren, wie deine Logik dir das jetzt aufzwingt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist ja so, dass alles, was du dir jetzt logisch ausrechnest, dass die Welt besser wird, ist logisch. Du brauchst eine vollkommen neue Logik. Und die kriegst du erst, wenn du die Kehrseiten und sagst, ich drehe fast einmal alles auf den Kopf. Das heißt, alles, was für dich bisher gut war, wird schlecht, und alles, was für dich schlecht war, machst du gut. Das ist schwer, bei manchen Sachen geht es, da gibt es genügend Beispiele dazu. Aber lass uns mal dein Problem weiterhören. Aber wenn der Geist in Form meines so, ich spiel ihm auf seiner Hand schlage. Warum kann er es dann auch nicht spüren, dass es für ihn unterschiedlich anfühlt, ob ich tut? Er spricht jetzt, Martin spricht jetzt folgendes an, und da müssen wir jetzt die Gummihand mit reinmachen, einfach Gummihand reinmachen, der spricht jetzt folgendes an, ich sage, wenn du jetzt, ich mache mal unser Bild nochmal, wenn du jetzt die Hand auf den Tisch legst, und ich lege die Hand, oder dein Sohn legt die Hand auf den Tisch, das war jetzt Beispiel vorher, und ich hau mir auf die Hand, dann spüre ich das. Und dann haue ich meinen Sohn auf die Hand, und dann spüre ich das nicht. Ist ja logisch, ist ja nicht meine Hand. Und in der deutschen Sprache oder in der klassischen Sprache, die du gelernt hast, nennt man das, ich bin ja empathisch. Aber jetzt können die in die Wörterbücher reingehen, der erste große Fehler, die ganzen Schwätzer, auch die Linguisten, benutzen Wörter so, wie man es ihnen in der Schule beigebracht hat, extrem fehlerhaft.
Alles, was ich euch sage, könnt ihr wieder ein bisschen nachschauen. Ich mache das selbst wieder ein bisschen wieder. Und jeder, der das Spiel einmal zwei, drei Wochen mit Udo gemacht hat, von morgens bis abends, der stellt fest, da steht ja eigentlich was ganz was anderes in den Wörterbüchern, was ich hier auslege. Ich zeige dann genügend Beispiele. Mhm. Nochmal, Empathie kommt aus dem Griechischen. Und zwar, Empathie ist Leiden, Sympathie heißt Mitleiden. Kann man natürlich jetzt auf den Kopf drehen und dann wird es was Positives. Und Empathie kommt, die Vorsilbe M wird nie irgendwo in einem Wörterbuch erwähnt, aber wenn man nachforscht im Altgriechischen, es kommt von Emos, das heißt mein. Ich zeige es nur, ich würde es gerne. Das heißt, das ist mein Leid. Mhm. Aber jetzt musst du zuerst einmal wissen, dass der Einzige, der Allereinzige, der das Leben erlebt, das du erlebst, das bist du Geist, aber du erlebst nur deine eigenen Informationen. Und deine Hand, wenn du selbst auf deine Hand draufhaust, die spürt es nicht. Auf Selbstgesprächen sage ich immer ganz einfach, wenn du Zahnschmerzen hast, der mit Sicherheit nichts mitkriegt, ist der Zahn und die Hand kriegt auch nichts mit. Was soll mit der Hand was mitkriegen? Was soll mit der Hand was spüren? Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das hast du interpretierst und erschaffst Leid in dir. Nochmal, kein Mensch, keine Erscheinung, keine Existenz kriegt mit, dass er von dir gedacht wird. Aber wie verhält sich das zu dem, was du auch öfter sagst, auf der Höhenebene sind die Perspektiven gekoppelt und da ist doch ein... Eben, also das ist jetzt, du kannst eben nicht von oben nach oben sehen. Du lebst noch in einer Welt, dass ich dir einen Kreis zeige und ich sage, das ist ein Dreieck. Mhm. Und dann wirst du mit mir streiten, weil du siehst, dass ich ein Spinner bin. Mein, das ist ein Beispiel. Ja. Und bevor du nicht akzeptierst, dass der Kreis die Richtung und die Kehrseite... Das Ding hat keinen Händel, du sagst, es hat einen Händel. Ja. Jetzt kenne ich, wenn ich das so mache, sagst du, ich bin ein Fantast, du siehst, dass ich nicht recht habe. Das ist das Große. Oder ich kann nicht sagen, ich sehe was, was du nicht siehst. Das Ding hat einen Händel und du müsstest jetzt sagen, hey, das habe ich das ja noch nie gesehen, jetzt erkläre ich dir das. Wir haben eine Richtung und eine Kehrseite. Ja. Und die Kehrseite ist, ich bin sie mal verkehrt. Jetzt lass uns mal schauen, wie eine Rechte und eine Linke miteinander diskutiert, politisch gesehen. Ein Moslem ist mit einem Christ, ein Katholik mit einem Protestanten. Jeder hat eine klare Vorstellung, die er geistlos nachhält. Allen voran die Naturwissenschaft. Das ist die letzten, jetzt natürlich ausgedachten 200 Jahre, du musst das doch mal wissen, ist ein Faktum. Alle reden von Fakten, es sind geistlose Schwätzer, ich wiederhole nochmal, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Vorgerät tun, machen, handeln. Die Tat besteht darin, dass du Gott durch Denken jetzt in dir eine Information erschaffst. Und die siehst nur du. Und wenn du dir jetzt eine Vergangenheit denkst, oder eine Erdkugel, oder ein heliozentrisches Weltbild, entsteht diese Erdkugel hier und jetzt. Und im Anfang war das Programm, wenn man dir erzählt, die Welt ist eine Scheibe, denkst du an eine Scheibe. Wenn man dir erzählt, die Welt ist eine Kugel, dann denkst du an eine Kugel. Gesehen hat es noch nie einer. Jeder, der das behauptet, schwört an Meinheit. Jetzt kannst du sagen, ja, aber die Astronauten, das ist tausendmal wiederhole ich das. Wenn du, ich werfe jetzt keinem vor, der das das erste oder zweite Mal hört, oder das zehnte Mal hört. Ich werfe denen vor, die seit 20 Jahren vielleicht schon hinten, die Nadja schreibt zurzeit aktuell Aufnahmen von Rauschenberg-Vorträgen von mir. Wie lange ist das her, Nadja, hast du ungefähr im Kopf? 10 Jahre. 10 Jahre. Ein Vortrag in einem kleinen Kreis, wo man nur ein Aufnahmegerät auf den Tisch hingelegt hat, teilweise über den Hintergrund gequatscht. Da war sie dabei. Und sie schreibt jetzt das Wort für Wort hin. Mhm. Und sie sagt, das ist unmöglich. Du kannst zurückgehen nach 20 Jahren. Du hast komplett fast nahezu in derselben Sprache das vor 20 Jahren gesagt. Ich habe das hunderte Male gehört und plötzlich macht das zack und dann wird dir bewusst, wie blind du eigentlich bist. Diese Arroganz, zu glauben, man wüsste etwas. Lass uns unser Ding weitermachen. Du wirst dir dann selber das feststellen, was dann passiert. Total apathisch gegenüber seine Schmerzen reagiere oder ob ich ihn versuche zu trösten. Was versuchst du zu trösten? Eine Figur in deinem Raum kannst du nicht trösten. Das heißt, du denkst zuerst einmal, ich mache mal das Bild nochmal. Ich sage immer wieder, was haben wir jetzt da? Einfach, ja. Wir haben hier, pass auf, ich denke mir, mich und einen anderen. Mhm. Bei mir ist halt das Problem, dass ich dann eigentlich nur meinen Körper um mich herum habe, weil ich denke an mich als Person und einen anderen. Ich bin aber die dritte Person. Wir sind in einem Videospiel, ich bin der Beobachter. Okay, wichtig, pass auf, ich
du, er. Es ist nicht diese Reihenfolge. Es ist, er ist der Erwachte und das ist die Trinität. Er ist der Heilige Geist und der ist Äquatorat R, wie ich das immer schreibe. Das schauen wir uns dann gleich an. Und er denkt sich Vater und Sohn. Vater schreibt sich ab, interessanterweise 1-2 geschrieben, aus 1-2. Aber ab Englisch ausgesprochen ist der eine, der alles verbindet, ist UB. Und er hat das B. Wir müssen beides sagen. Wir machen UB ab, ist gleich ausgesprochen und Ben ist der Sohn. Das ist BN steht für eine polare Existenz. Und die sind der Dritte. Und der Geist, wenn du anfängst zu sehen, S-E-N, ich zeige dir das einmal ein Wort. Wir gehen jetzt erst einmal in die Etymologie. Wir machen da ganz einfach einmal die Ehe. Schau, eine gesetzliche Verbindung von Mann und Frau. Das ist der Adam, weil der Adam nämlich sicher wie eine Körper ist. Können wir da ganz kurz einmal, machen wir den auf. Ja, und vorne haben wir das rein zufällig entsteht hier im Vers 26. 26 ist der Zahlenwert von Jahwe. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Das ist eine absolute Fehlübersetzung. Kann ich dir beweisen, das ist immer dasselbe Geschwätz, selbst Juden müssten das wissen. Einfach zuhören, du musst dir das nicht merken. Dieses Waff J ist ein sogenannte Vorsilbe, imperfekt, imperfekt, das heißt, und er spricht. Keine Vergangenheitsform. Im alten Hebräisch gibt es, und er spricht, und es, er oder es ist J als Vorsilbe. Kannst du in jedem Rabatik-Wörterbuch nachlesen. El Hayom, Gott das Meer. Und jetzt kommt das schöne Wort. Dieses N ist wieder eine Vorsilbe, das heißt wir. Und das spricht man Esse aus, oder Asse kann man das aussprechen, das heißt, wir machen, wir tun. Wir machen einen Adam. Interessant, Gott nennt sich wir. Weil wir zwei sind, der Vater und der Sohn in eins. Das bin ich und du, ich nenne das immer J-C-H-I-C-H. Das ist der Geist. Der J-C-H ist der Formbücherregal und er, der Formbücherregal, erlebt erst einen Traum, das ist der Computer. Und da läuft erst was, wenn ein Buch, eine Datei, und das ist dein Intellekt, herausholt, den Arbeitsspeicher oder Beginnerbilder. Das ist aber derselbe Geist. Das heißt, ich, UB, wenn du mich fragst, weißt du wirklich alles? Dann sage ich bloß, ja. Aber mehr ist nicht da. Ich weiß, dass alles in mir drin ist. Wenn ich Bilder machen muss, muss ich ausprobieren, wenn ich das einmal das Internet, eine Datei rausholen, den Arbeitsspeicher, und dann habe ich ein blaues Ich, ein Programm, Daten, ja, und das ist jetzt, in dem Moment werde ich als rotes Ich, das ist, ich will. Okay, wir machen einen Adam. Und jetzt kommt diese schöne Stelle, und da kommt dieses Beten. Das wiederholt sich jetzt, wir machen in unserem Bild, jetzt muss man natürlich wissen, Bi'ilet, dieses Hebräisch geschrieben heißt im Kind, nach unserem Gleichnis. Es ist ein Gott, ein Adam ist ein Gott. Und jetzt springen wir in die 27 rein. Und Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, in seinem Bilde. Schau, und da steht jedes Mal, das habe ich so oft gezeigt, Bezelem. Bezelem. Das heißt, im Bild, Beilet, im Kind. Er erschafft alles in dem Adam. Das ist der träumende Geist, das ist er selbst, der jetzt ein Leben durchlebt. Das ist er selbst, der ein Leben durchlebt. Jetzt ist aber die Eigenart dieser Sprache, dass Zell allein Schatten heißt, den genannten Diaprojektor. Das sind Schatten, Nichtigkeiten. Das ist alles, was du denkst, jegliche Form von Informationen, Gedanken, werden sind vollkommen in Nichtigkeit. Das als Vorsilbe B heißt in. Und das M am Ende ist Besitzer und sagt, das wird in Bezug auf Geistesfunk, das heißt in ihrem Schatten. Sie erschaffen alles nur in Schattenprojektionen, nicht einfach in der Kino. Ich kann auch die ersten drei Buchstaben komplett nehmen, dann heißt es Zwiebel. Das macht jetzt im ersten Moment keinen Sinn. Das sind jetzt in den Schatten, ist eine Zwiebel. Aber zwei, BL heißt zwei in Gott. Nämlich in Gott, in dem Dritten, ist jetzt ein träumender Geist, das ist der Mann, und die Traumwelt die Frau. Und er, der dritten Person, schaut sich, was der Denker, der er sagt, ich denke mir meinen Traum. Aber Leben tut es nicht der ausgedachte Denker, sondern der, der bei dir ist.
stand das auch nicht auf der Erstausgabe von Ich bin du? Überall. Ich wollte dir das nur zeigen, was jetzt wichtig ist hier unten. Schau, da heißt es, er schuf sie als Mann und Frau. Also schuf ist so mit der Vergangenheitsform. Das ist so prinzipiell wieder verkehrt übersetzt. Das steht Segewinnekorber. Das ist Mann und Frau. Männlich, der Sege heißt eigentlich nicht Mann. Das ist klassisch, wird jetzt als Mann übersetzt. Aber das heißt eingedenkt sein, ein Denker, ein Gedanke, ein Denker, Gedenken, ein Gedächtnis, ist ein Gedächtnis, ein Gedenken und die Nekorba. Nekorba ist eigentlich das Loch, der unterirdische Gang. Das ist, du steigst über den Jordan hinab in die Traumwelt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Als Mann und Weib schuf, Vergangenheitsform gibt es im Hebräischen nicht, kannst du überall nachlesen, im alten Hebräisch, er sie. Und für dieses Sie steht das hier. Dieses hebräische Wort. Etam. Sie, sie sind, sie, ihnen, ihr seid. Aber genau genommen, wenn du hinschaust, steht da ATM. Und ATM heißt Atom. Ein Atom, das heißt auf Griechisch das Undatore. Weil Denker und Gedachtes ist untrennbar in dem einen immer, der immer ist verbunden. Okay? Und jetzt noch interessant, wir haben wieder Aleph als Vorsilbe, als Imperfekt gelesen, heißt, ich werde Dom. Und jetzt schauen wir mal, was das Dom heißt, wenn du ein bewusster Adam bist, im Hebräischen. Das heißt, du wirst erst einmal umkommen, es wird keinen Matten mehr geben, oder an den, den du jetzt denkst. Und in dem Moment, wo du umkommst, weil der Gedanke Matten, Körper, Mensch, wieder in sich reinfällt, kommst du ins Einzug, ins Ende. Und wirst vollständig tatenlos, bist wieder ich, heilig. Das bist du auch, wenn du bewusst denkst, sodass du dich nicht mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Mhm. Weißt du, für das Selbstgespräch ich diese Stelle schon wiederholt habe? Ich weiß, dass du, ich dir die schon so oft eingespielt habe. Und das, ich weiß. Es ist, ihr nehmt es nicht für voll. Ihr nehmt mich nicht für voll, das ist euer Problem. Als Bruder will ich überhaupt nichts von euch. Aber was auch, gehen wir mal ein Stück weiter. Das ist doch dasselbe. Wenn der eine Geist doch dieser physische Schmerz von dem Hammer spüren kann, dann kann er doch auch merken, dass ich ihm eine bestimmte Zuneigung zeige. Und das dann ist ja dasselbe. Es gibt nur einen Geist, der das erlebt. Aber was er erlebt, hängt von dem Programm ab, wer du zu sein glaubst. Es hängt von einer Logik ab, was du als richtig und verkehrt ansiehst. Es sind alles die Fragen, sind Kategorie 2 Fragen, das heißt immer Kategorie 1 Fragen. Das ist all der Schwachsinn, den du in den Schulen lernst und in der Kirche lernst. Beziehen sich auf chronologisch ausgedachte Dinge. Wann wurde der geboren? Wann wurde der Jesus gekreuzigt? Wurde jetzt gekreuzigt oder nicht gekreuzigt? Es hängt davon ab, was man dir in der Schule erzählt hat. Wenn du muslimisch erzogen wurdest, wurde er nicht gekreuzigt. Tausendmal sage ich das. Und jeder ist hundertprozentig sicher, dass das, was er geistlos nachäfft, richtig ist. Das gilt vor allem allen voran für die ganzen Physiker. Weißt du, wovor ich denke, ich glaube, weißt du, wovor ich Angst habe, denke ich? Diese absolute Freiheit, dass wenn ich mich wirklich vorstelle, dass es ist wie in so einem Videospiel, dass ich eigentlich mich bewusst werde, wie arrogant ich bin, wenn ich denke, hier ist das Richtige. Ich denke, dass ich Angst habe für diese totale Freiheit, weil man dann wahrscheinlich... Ich drücke sie dich schön aus, wir kommen dann eh nochmal zu einer Stelle von dir selber. Ja, aber das würde heißen, ich nehme jetzt mal eine Revolver... Alles logisch, wir kommen an die Stelle, komm gleich. Die erste Freiheit, die du hast, ist jetzt durch Holofilling zu erkennen, dass du als träumender Geist überhaupt keine Freiheit hast. Und ich sage, dieses Prinzip, wenn back, wenn doll, plus 5, minus 5, plus 3, minus 3, der Wurzelbegriff. Umso größer du dieses, was ja mal negativ ist, ich habe keine Freiheit. Wenn du das in unendliche Erkenntnis ins Unendliche steigerst, dass ich nicht die geringste Freiheit habe, mir rauszusuchen. Ich habe ein Leben lang in dem Wahn, du Geist hast als Leben lang, als der Brösel, der du zu sein glaubst, in dem Wahn gelebt, dass du irgendwas bestimmen kannst. Und jetzt studiere Holofilling, höre dir Vorträge und ich mache nur zum Beispiel mein Speisekartenbeispiel oder setz dich hin als Brösel, mach die Augen zu und denk an 30 Gegenstände. Ja, und stell dir jeden für ein paar Sekunden ganz grob bildlich vor und dann wirst du feststellen, wenn du als Dritter das beobachtest, was in dir abgeht, dass du förmlich da fortest, was als Nächstes in dir auftaucht.
Und in dem Moment, wo du diese absolute Unfreiheit akzeptierst, steigt im selben Moment auch eine vollkommen neue Freiheit, weil jetzt beide Seiten hast, da ist eine Freiheit da, die kannst du aber so wenig einsehen, wie ein frisch abgenabbelter Säugling in irgendeiner Form eine Vorstellung hat vom Lesen und Schreiben. Und das ist jetzt für dich, selbst wenn du jetzt 60 oder 70 Jahre alt bist und du hast studiert, Professor, Doktor, Doktor, bist du für mich ein kleingeistiger Hosenscheißer. Du wirst erst immer wieder diese 3x3 Wachstumsstufen, wo ich erkläre, ein Säugling hat einen Riesensprung, wenn er muss erst einmal sprechen lernen in seiner Muttersprache. Und ein Kind, das in die Schule kommt, tausendfach erzähle ich das, spricht eigentlich schon in Bezug auf seine Eltern, eventuell auch mit Dialekt, ein schönes Deutsch. Und erst dann kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen und rechnen. Wenn du dann aus der Schule rauskommst, 7 Jahre, 14 Jahre, dann kommst du automatisch in die Pubertät und dann fängst du an, dich für ein anderes Geschlecht oder für das gleiche Geschlecht zu interessieren, was ein 5-Jähriger überhaupt nicht zurückkommen würde. Und wenn du dich noch für Welt und Weltretten interessierst, bist du noch nicht mehr aus der Matrix draußen. Matrix 1, Gebärmutter. Hebräisch Gebärmutter. So, lass uns jetzt nochmal weitermachen. Schau mal, wie du jetzt reagierst. Ja, das ist doch Sinn. Das ist ein Spiel, das du mit dir selber spielst. Das ist immer Leben ist ein Spiel, das man mit sich selbst, mit wem denn sonst? Ja. Es gibt in einem Traum nur einen Geist, das ist der Geist, der träumt. Und solange du meinst, dass irgendwelche Figuren, die in einem Traum kurzzeitig als Gedankenwelt auftauchen, dass die das mitkriegen, dass du sie denkst. Gut, wenn ich jetzt hier an Lumpenschlitzchen oder Schneewittchen denke, ist mir das klar. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn man die Karin denkt? Oder wenn du jetzt an deine Frau denkst, kriegst du das mit, dass wir jetzt vor ihr sprechen? Das ist gut, aber das Problem, die totale Vergessenheit, kommt in dem Moment, wo es auf der Farbbrille erscheint. Dann ist alle jegliche Form von Holofeeling weg. Das kann doch nicht alles in mir drin sein, das soll ich dir vorpfosten. Selbst dein jetziger Glauben schreibt dir vor, es muss in dir drin sein, es muss eine Information von dir sein, eine sinnlich wahrgenommene Information, wenn es nicht in dir drin wäre, würdest du es doch gar nicht sehen. Das Problem ist, dass du es zweite gebubbelst, du glaubst, es kommt von außen. Es kommt aus dir, wir sind in der Transversalen. Mal wieder Ding. Es ist ein elementarer Satz, wo dich dein Programm vollkommen abschüttet. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Die Figuren in einem Traum erleben nichts. Nee, ich spreche von dem Geist mit dem Programm meines Sohns. Pass auf, der Geist mit dem Programm deines Sohns bist du selber. Es gibt nur einen Geist, das bin ich OB. Und ich stehe vor einem Bücherregal in einer unendlich großen Bibliothek, wo unendlich viele Bücherregale drin sind. Auf einer Welt, die du niemals kennenlernen wirst, wenn du nicht weiter wächst, wo es unendlich viele Bibliotheken gibt. Und wir brauchen ein Programm, wir brauchen ein blaues Ich. Das heißt, dein Sohn bist du selber, ich bin du, du bist ich und wir sind alles. Das bedeutet Holofeeling. Ich erkläre dir das auf der roten Ebene, ich erkläre es dem, der mich jetzt ausdenkt. Ich denke mich jetzt aus. Ich denke mir den Matten aus. Ich denke mir jetzt einen aus, der vom Computer sitzt und sich das Video anschaut. Das sind alles Figuren, die werden es nicht verstehen. Das sind nicht meine Ansprechpartner. Mein Ansprechpartner ist der, der mich jetzt ausdenkt und dem erzähle ich das. Ich erzähle nicht im blauen Bereich, sondern den roten Geist, der vergessen hat, wer er ist. Ich sage mir, du bist nicht der Matten, du bist nicht der oder der. Du bist der, der sich den jetzt ausdenkt, dann entstehst du. Wenn du jetzt dich auf deinen Körper beziehst, der Körper existiert nicht, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und was sagt deine Logik, die du geistlos nachäffst, du Affe? Ja, wenn ich keinen Körper nicht hätte, kein Gehirn, wird es mich ja nicht geben. Geh ich übrigens eben. Und jetzt kommen wir ganz kurz, einen Moment, jetzt kommen wir ganz kurz mal zu dem Seger wie eine Kaba. Dieses Seger, dieses männlich und weiblich, das ist ein S als 7 gelesen und das ist ein N. Und jetzt habe ich doch gerade angefangen, dass ich gesagt habe, wenn wir das Ehe nehmen, da habe ich ja noch nie weitergemacht. Moment, da sind wir. Mann und Frau ist Seger wie eine Kaba. Das heißt aber auch, das Wort für Gesetz und Recht und göttliches Gebot, du sollst nicht ehebrechen. Das heißt, in dem Moment, wo du dir jetzt was denkst, egal was du dir denkst, wo du das hindenkst, und du meinst, es ist da außen und du hast damit nichts zu tun, brichst du dieses Gebot. Und ich sage zu dir, das beginnt mit, mach dir kein Bild von Gott. Ich habe dir gerade erklärt, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst. Das bist du nicht. Und ein Kreuz, ein Jesus, der am Kreuz hängt, das ist er auch nicht.
Und ein zweites Gebot, mach dir kein Bild von etwas der Himmel, am drüben am Himmel oder da drüben auf der Erde. Ja. Es ist hier und jetzt in dir drin. So, jetzt pass auf. Ehe. Und da kommt jetzt diese Ehe, was du meinst, wenn wir weitergehen. Gewohnheit, Sitte, bla bla bla. Und dann landest du irgendwann nochmal bei dem Wort Ewe, Eva, Ewi, Ewe. Und jetzt wird es natürlich so interessant, schau mal, das schreibt sich E, E, E. Und wir wissen, E ist ein Vokal. Kann natürlich auch 1 oder 70 sein. Aber normalerweise ist ein He, kann ich auch, ist das H. Und ich kann H, I, O, U sagen. Das heißt, dieses 2 E kann ich auch 2 He setzen. Ja. Und das H in der Mitte macht man eine Quintessenz. Und die Quintessenz wird jetzt zu einem W, zu was doppelt aufgespannt. Männlich und weiblich. Und da kommt das Wort Sehen her, dann haben wir nämlich S ist Sehe, der Mann, eine Ehe mit der Körper. Das nennt sich Sehen. Und wenn der Mann das S jetzt weiß, dass er eigentlich Geist ist, dann kommt die eigentliche Gehen. Ein Gehen, dann setzt du dich in Bewegung. Es ist ein Widerspruch in sich selber, ein Oxymoron. Das steckt da drin, das ist kein Zufall. Es ist wirklich ein bewusst erschaffene Schöpfung in dem Maß. Jetzt tun, das wird jetzt immer spannender. Das ist Programme, Programme selber, der Geist, das bist du. Du hängst dich da komplett auf. Niemand mal wirklich, wenn du jetzt Programm sagst, sagen wir reden jetzt, du bist der Programmierer, du setzt dich hin und du versuchst ein möglichst realistisches Videospiel zu programmieren und dazu musst du auch KIs programmieren. So, da waren wir gerade, jetzt pass auf. Du hast dich, all die Fragen, die du jetzt stellst, sind vom Tisch. Du merkst, wie sehr du, selbst wenn du von dem Programm deines Sohnes sprichst, dass du hier noch extrem involviert eine extreme Beziehung aufbaust. Wo ich immer wieder sage, das ist wichtiger. Jetzt das ist einfach doch eine Instinkthandlung, die übrigens reines Programm sind. Ich verweise auf einen Nobelpreis, und zwar die Wildgänse von Konrad Lorenz. Da habe ich so oft darauf hingewiesen, eine große Erkenntnis mit der Gans. Ich will dies, die es noch nicht gehört habe, sage ich das. Dann hat es einen Nobelpreis dafür gegeben. Übrigens am Almsee, der Grünen Auge und solche Linien, der Toni Heffer, ein ganz große Horophilen mit gestalten, dass er Wildgänse beobachtet. Wenn eine Wildgans Junge hat, man sagen wir mal 7 Küken, und die schwimmt so, wie man das jetzt zur Zeit nochmal sieht, die Küken hinter der Gans her, und dann kommt ein Fuchs. Hochinteressant, dann schmeißt sich die Gans dem Fuchs zum Fraß vor, dass die Küken abhauen können. Das ist doch ein wunderbares Beispiel für Mutterliebe. Mhm. Und das ist auch Blödsinn. Er hat wahrscheinlich feststellen müssen, die Gans macht es nur, wenn die Küken so groß ist, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie ohne die Mutter überleben können. Und jetzt kommt diese komisch logische Programmierung über Darwinismus, Aderhaltung. Mhm. Ich und 7 deine Facetten von mir, dass ich länger Zukunft, länger leben kann, ist es sinnvoll, mich zu opfern, dann ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich weiter meine Gene weitertragen kann. Wenn die Küken so klein sind, dass die ohne die Mutter noch nicht überleben können, haut sie ab und lässt die Küken von dem Fuchs verlassen. Jetzt hat das aber nichts mit Liebe zu tun, sondern mit einer Programmierung, die du dir jetzt ausdenkst, weil du das in den Büchern gelesen oder gehört hast, jetzt zumindest von mir. Habe ich gehört. Alles, was du vom Hörensagen kennst, ist komplett austauschbar. Hätte man dir was anderes erzählt, nochmal am Anfang ist das Programm. Alles, wenn du ein Videospiel spielst, alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, auf deiner Veräppelung, hundertprozentig auftaucht, kommt aus dir, weil das in dir drin ist, bevor du es anschaust. Alles, was jemals war, was was sein kann, ist jetzt in dir drin, weil ich in dir drin bin. Denken wir uns tausende von Kindern in Syrien auf der Flucht, die... Ich beachte, du hörst jetzt nur Worte. Du hörst die ganze Zeit nur Worte. Und du weißt, wenn du jetzt der Dritte wirst, dieser Er, der Erwachte, der sich selber beobachtet, was er träumt, wirst du feststellen, dass diese Worte jetzt extrem einseitige Vorstellungen in dir auslösen. Natürlich nur, ich nenne es immer in der Stäbchenwelt. Und das wäre jetzt wieder ein Thema für sich selber, wo ich eigentlich noch nie angesprochen habe. Deine Verabredung ist eine Vereinfachung, sage ich, für diese 2 Welt der Zäpfchen mit Rot, Grün und Blau Zäpfchen. Du hast aber in deinem Auge nicht nur Zäpfchen, das ist das sogenannte Darksehen, du hast auch Stäbchen, das ist das Nachtsehen. Und die Stäbchen wiederum, kann man ganz kurz mal anschauen, ich wollte es mal gar nicht so weit ausholen. Ja.
Stäbchen im Auge. Schalte das an, dann machen wir ihn größer. Stäbchen, Bazillen, griechisch Neuronen, Bacilliferum. Das ist jetzt hier Bacillum. Und wir geben jetzt das einmal ganz einfach ein. Da müssen wir jetzt ins Lateinische. Das sind Stäbchen. Da habe ich heute Morgen übrigens. Das Stäbchen, das Stückchen, der Stab. Da habe ich heute Morgen, Effin, da kann man ganz kurz reinspringen, nur mal im Hörsaal. Da würde ich auch noch kurz was ansprechen. Was nicht? Ach, ich muss wieder. Da. Das ist ein Eintrag von mir heute Morgen bei uns in dem Holofeeling-Chat. Ganz nebenbei, wenn du jetzt ein Hörer bist und du bist nicht in dem Holofeeling-Chat, wo ich immer wieder sage, dass du jetzt hier im Stab anstecken. Da ist das Ding, ist in aus Roman Baruch Schrift, ist es ganz einfach, dass du hier, wenn du das sprechen wir jetzt, ich jetzt ganz kurz rein, wenn du auf die Holofeeling Seite gehst, da haben wir, das ist jetzt hier, da gibt es göttliche Baugenschläge. Du musst ganz einfach in der Holofeeling Seite auf Werke, Schreibschrifte, Volker Harnisch. Und wenn du hier auf dem Volker Harnisch gehst, dann hast du gleich hier drauf drücken und dann kommen die Baugenschläge. Die sind bis. Das sind genau diese Einträge von mir in diesem Chat. Und das ist es wert, da wirklich sich reinzulesen, hochinteressant und spannend, aber erst in dem Moment, wo du die Vordersprache verstehst. Dasselbe ist es mit den Updates. Wenn du Updates, ich schiebe das jetzt gleich rein, wenn ich jetzt nur die letzten zwei, drei Updates nehme, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Update, ich will es nicht laufen lassen, ein Tipp von mir, ohne Vordersprache sowieso keine Chance. Einfach einmal dieses Lied laufen lassen und dann hochfahren und dann während es singt mitlesen. Da steht etwas mehr, es ist genau der Text von dem Lied, der erste Absatz. Aber genau mitlesen, da muss ich natürlich wissen, Grundlagen der Vordersprache, wenn das hier einer, ein heißt nicht existieren, er ist diese dritte Person, will im Meer mehr. Und jetzt habe ich aus diesen zwei E werde ich E-Quadrat. Und dieses E-Quadrat, das ist die Energie in der Einsteinformel. Die weder vermehrt noch vernichtet. Tausendfach erkläre ich das. Und keiner wie ich UB so sehr wie du Geistesfunken. Du wirst doch wieder ich werden. Hast du GE-Quadrat sagt, du bist ja ich. Einer will mehr. Und keinem fällt es so schwer wie mir, Bruder. Weil du nicht loslassen kannst. Das sind genau den Text, das, die Zufügungen kannst du mitlesen, während du das laufen lässt. Ja. Mach dir zu. Und ich habe dir mal gesagt, ich will Klarheit. Koll heißt alles, A heißt Licht. Und das heißt, wir buchstabieren und gefügig machen. Die Buchstaben gefügig machen. Du und ich. Du, Rolis, ich, der du zurzeit dich mit einer Figur verwechselst, weil du auf der Bühne des Lebens in einem Traum eine Rolle spielst, und ich, UB, der, der immer ist, die Quelle, aus der du entspringst, wir erzählen uns, ich erzähle dir was im Meer. Nur die vollkommene E-Quadrat plus minus ist immer Null. Da habe ich jetzt so die 9 hingemacht, die griechische. Mhm. Weil du hast jetzt das Gleisen in der Nulllinie, den Eben. Mhm. Wir haben doch gesagt, Geben heißt Geist ist eben. Und, aber das wird jetzt zu weit führen. Doch bin ich ehrlich, ist der Vorsatz am Versagen. Nachschauen, anklicken hier. Denn DE 470, das Wissen, 470, schon, musst du nur 470 eingeben, wenn man das weiß. Ganz normal, das ist die 4 und das ist die 70. Das kann man D aussprechen. Und jetzt wirst du feststellen, deine Erkenntnis, dein Wissen, ui. Wo waren wir? Einen Moment. Da sind wir. Okay, denn, das heißt, das Wissen ist immer Plus und Minus, hell und dunkel gleichzeitig. Das ist jetzt sehr interessant, du tust auch gleichzeitig ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Es ist mein Erdkugelbeispiel mit der Sonne. Mhm. Aber das ist auch ein- und ausatmen.
du denkst chronologisch und dir ist nicht bewusst, dass jeden Gedanken, den du denkst, jetzt denkst. Da kann ich tausendmal sagen, schau jetzt bitte auf den Monitor, schau die Worte an. Die sind doch alle gleichzeitig da, sonst kann man sie gleichzeitig auszusprechen. Da wirst du feststellen, jeden Buchstaben sprichst du jetzt, das Geräusch stößt du jetzt aus. Das ist das Tanz, was alle denken. Du kannst nie in fünf Minuten was tun oder vorliches sagen, was oder heute Morgen getan haben. Es ist, du träumst, du setzt dich in Bewegung. Das ist auch das Wort Fasten, Seatbelt. Fasten heißt nicht nur unendlich schnell, sondern festmachen, in Bewegung setzen. Weil ich habe eine Longitudinale, die ich in die Tanzfassade drehe. Wird alles beschrieben, okay? Einer wird immer mehr da, wo Platz, das heißt übrigens Bilder, heißt Wunder, ist erscheinende Geburten. Für dich wäre, bleibt, lese, bleibt, ist leer. Leer heißt auseinandergeschmissen und blau heißt erweckt. Ist blau gelesen, es ist ein auseinandergeschmissen, erwecktes. Ich müsste jetzt immer die Finger so aufspreizen. Ich kann es aber auch rot machen. Ist, ich werde dort, ist das Bewusstsein und es ist Licht und es ist der Erwachte. Jetzt habe ich ein und dasselbe Wort und mache was ganz was anderes draus. Und nochmal, wenn wir einen Teilungsbericht haben und du liest den, dann wirst du, wenn du die Worte machst, aus jedem Raum machst du in deinem Kopf Vorstellungen, das in Maßsetzung deiner ganz persönlichen Interpretation und Vorstellungserschöpfung dieser Worte. Und ein anderer, der denselben Teilungsbericht liest, nehmen wir mal einen politischen Bericht und dann liest einer mit einem rechten oder mit einem linken Charakter, politisch gesehen. Dann wird eine und dieselbe Person zu einem Guten, zu einem Messias oder zu einem Satan, zu einem Kriegsverbrecher. Aber mit Hodel Feeling passiert was ganz Tolles. Die exakt selben Worte erzeugen plötzlich einen vollkommen neuen Film. Bis hin zur Realisierung, wenn du es beherrschst. Ja, die Krise ist. Dann wirst du ein Magier. Dann wirst du ein Magier. Das machen wir jetzt mal weg, das ist erzählt. Was ich jetzt ganz kurz noch hier ansprechen will, das zweite Update. Davor. Dasselbe Spiel, da kommt jetzt Griechisch, da steht jetzt erstmal im Buchstaben UP, ist Aimi, bist du Geistesfunktion, ein bewusst Wiedergeborener, den Geber anschauen, den Gebor, das sind diese GBOR, so wie es steht, oder nur ein unbewusst Wiedergeborener Blödsinn. Von dir uns Geist selbst, weil ich bin der Du. Und das ist eine Predigt, die hat es absolut in sich. Absolut anhören. Aber den, den du dir jetzt ausdenkst, diesen Pfarrer, der wird natürlich auch niedergemacht in der Presse. Er hat auch seine Schattenzeiten, das musst du entdecken. Ich sage nicht, er hat es verstanden. Ich werde niemals sagen, dass irgendein Affe, den ich mir ausdenke, bei eigener Definition, und wenn du ihn fragst, er glaubt auch, er ist ein sterbliches Säugetier. Aber ein gläubiges hat genauso blinde Flecken. Einfach genau anhören und dann suchst du dir welche her, wo über Homosexualität redet. Weil in der Bibel steht ja, dass Homosexualität schlecht ist. Das Thema hatte ich ein paar Mal schon mit einem großen Theologen. Und ich setze mich hin und sage, du Schwätzer, zeig's mir. Und dann schauen wir mal ein Wörterbuch in die Hand und dann schauen, was da wirklich drinsteht, was du jetzt homosexuell übersetzt. Oh, immer wenn ich mit dir was anschaue, steht plötzlich was ganz was anderes drin. Ich sage, ich habe dieselben Wörterbücher wie du. Ja. Schau mal, wenn wir da gerade bei den Wörterbüchern sind, wir gehen mal kurz ins Griechische. Halt, das Bakterium wollen wir noch anschauen, das Stäbchen. Was habe ich jetzt? Bacillum, so etwa. Danke. Das Stäbchen, schau mal, ich zeige dir mal was Schönes. Wir können jetzt Folgendes machen, wir können BA lesen, immer hebräisieren. Dann heißt es das Kommen. Das ist BA. Das ist übrigens gespiegelt ab der Vorder. Mhm. Die Spiegelung. Im Spiegel, ich komme immer in Spiegelungen von mir. Okay? BA. Ankommen, bevorstehen, entsprechen, bla bla bla, im Allgemeinen hineingehen, kommen, Co heißt ja zusammen, MM, 2MM, kommen. Und dann haben wir hier, wir können das auch als Vokal rausschmeißen und das C als dritter Buchstabe, das ist ein eigenartiges Teil. Dieses C ist auch das Kaff am Ende. Denk an Zentrum, Kentrum. Okay? Wenn wir jetzt hier Back machen, Bekaff, Back, das kann man Back aussprechen, Kaff am Ende. Dann wirst du feststellen, das heißt in dir, auf Hebräisch. In dir. Und dann kommt als nächstes, das C ist aber auch der dritte Buchstabe, ABC, da kann man G setzen, die 3, und es ist ein Z.
Ding im Zentrum. Das ist Lautwandlung, nenne ich das. Dann können wir dieses Ziel, okay, Bacillum, und dann haben wir ILL. Und ILL ist schon der Beginn von dem Wort Illusion. Ill, der Intellekt erschafft zwei Lichter, es ist Licht und es ist Licht. Das heißt nicht in der Bibel, es ist Licht und es war Licht. Soweit für mich nicht dir zeigt, es ist Licht, es sind zwei Lichter. Es ist die Lampe im Projektor und die Sterne, die von der Leinwand in Erscheinung treten. Und die beiden zusammen ergeben die 60, aber da wird es schon interessant, in dieser Welt der Illusionen ist ein riesengroßes Geheul. Ja. Das ist alles so schlimm. Da wird jetzt jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch. Okay, und jetzt will ich ganz kurz, wenn wir dabei sind, was Worte machen, Hebräisch, Deutsch, Ivri, sage ich immer wieder, ich weise darauf hin, so unglaublich das Ding in allen Sprachen deiner Welt, wenn du die verfasst. Das Wort Deutschland, und ich rede jetzt nicht von den Volltreppen, die wir uns jetzt ausdenken. Das Land der Dichter und Denker ist zur absoluten Geistlosigkeit verkommen. Es ist Sodom und Gomorra, die ganze Welt. Es wird nur noch Geld angebetet. Bete, dass es untergeht. Darum habe ich ja die Grünen jetzt geschickt. Das ist das Grüne, kommt und geht wieder. Und das Ganze mache ich mit Blauen. Das Weltliche. Ich sage, die AfD ist ein Unkrautvernichtungsmittel in deinem Traum. Das reißt das Grünzeug jetzt raus. Aber wenn das weg ist, hoffe bitte nicht, dass die AfD das besser macht. Aus einem Unkrautvernichtungsmittel wächst keine neue geistreichere Welt. Weil das Problem schon darin besteht, dass sie einen Zustand aufrechterhalten wollen, den sie gut nennen. Früher war ja alles besser. Das erste Bahudo-Feeling ist eine vollkommene Revolution und Neuaufbau einer höheren Ebene. Das heißt, ein Computer macht das Betriebssystem platt, spielt ein neues Betriebssystem auf, was die Grundvoraussetzung ist für komplexere Programme. Das beginnt, dass die ganzen Lügen der Naturwissenschaft, die natürlich symbolisch ihren Sinn haben, ich betone das immer wieder, tausendmal sage ich, du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Egal, was auftaucht, das ist ein Backenstück vom Heiligen Ganzen. Ich bekämpfe, liebe deine Feinde. Du musst dir glauben, es ist ein Ball von dir. Jede Spritze, der aus dem, der immer aus Elayom herausspritzt, ist eine kleine Facette von Elayom. Selektiert, aber wieder zurückkehrt in die Heiligkeit. Ohne die Heiligkeit zu verlassen. Der widerspricht sich ja schon wieder. Ich sage, wenn du dir einen Film anschaust, im Hintergrund die Datei, aus der man keine Bilder herausgenommen. Die wurden bloß herausgespielt. Die Datei verändert sich überhaupt nicht, wenn du einen Film anschaust. Okay, verstanden? Ja, ja. Und das heißt, es beginnt, dass du jetzt einmal begreifst, dass du aus kokainozentrisches Wort bist. Dann alles, was du bitte mit der Erdkugel in Verbindung steht, was du dir Vergangenheit denkst, Neandertaler, die sind jetzt, weil du sie denkst, was löst das von Neandertaler in dir aus? Es sind deine Gedanken. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du selbst. Genauso ist es. Jetzt passen wir mal auf. Wir machen eins noch und dann tun wir den Dingo anhören und lassen wir es gut sein. Wir machen mal ewig. Du bist ewig, die Ewigkeit. Und zwar machen wir das griechische Wort. In der Bibel wird ja von den Ionen gesprochen, von Ewigkeiten, was eigentlich ein Blödsinn ist. Und dazu machen wir das griechische Wort aus der Bibel, das schreibt sich Aion. Schau. Das heißt zuerst einmal, ganz interessant, UF ist UB, F und B ist ja dasselbe Laut, UB erwacht. UB ist eigentlich der Er. Es ist die dritte Person. Die Synthese von Denker und Ausgedacht. In dem Punkt, alles was da auftaucht über den Denker, der Denker symbolisiert natürlich auch mit seinem blauen Licht das Programm. Alles was da auftaucht, ist Er. Und jetzt haben wir hier, zuerst einmal, pass auf, mit jedem Mal im Einzelnen ist einmal die Zeit, besonders dein Leben, die spezielle Zeit, Leben heißt zum Sohn werden, wenn man es separisiert unter anderem. Das heißt natürlich auch Weib, weiß. So. Wenn ich das so schreibe, LBM, das sind immer die Konsonanten, die raus sind. Da hast du zuerst einmal hochinteressant gehört, das heißt auch Pferdemilch, das ist eine Rückübersetzung, Kamillmilch. Das Wort Kamill wäre jetzt auch interessant, aber da haut es nicht weg, glaube ich mir. Habe ich heute Morgen gemacht und lachen die jetzt. Das heißt Weib und das Safe, es müsste auch als B lesen, das heißt Weib. Und Milch wiederum, das hebräische Wort für Milch ist das Weltliche. Milch glaube ich dir zu trinken, weil du feste Speise, das Ewige noch nicht verstanden hast.
Und glaube mir, die ist dennoch die Dora, die Upanishaden, all diese Schriften sind von mir. Und dass ich jetzt nicht der Gedanke Udo bin, wenn du dir ausdenkst, ich bin der, der dich jetzt den Udo UB, den blauen UB ausdenken lässt. Und der ist nur ein Wegweiser, ich sage das nochmal. So, und jetzt dieses, wir gehen jetzt gleich einmal, wenn ich es schreibe, zumal das hebräische Wort für Mann. Wirklich, Mann schreibt er ist. Das ist jetzt ein klassischer Mann. Okay, das stimmt natürlich, moderne Persönlichkeit ist männliche Form, die Form der Mann ist der Seher, das ist der Denker. Der träumende Geist ist der Mann. Schau, und wenn du das jetzt anschaust, pass auf, und jetzt schauen wir dahin, das ist ja fast wie die Eis, siehst du das? Ja. Darum heißt es, und jetzt gehen wir mal weiter, darum ist dieses selbe Wort, das ist eine Größenung in deinem Moment, was sind wir da, sind wir B, lange Zeit, Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit. Das ist Aion. Okay? Aber jetzt ist es so eine Sache, da ist ein End dran. Das steht ja für Existenz. Dann können wir jetzt lesen, der Mann, der existiert, ist ein ausgedachter Mann. Das rote N heißt aber Sein. Da muss man dieses Spiel wissen, dass wenn ich jetzt einmal nur das N eingibt, das hat eine rote und eine blaue Seite. Und das rote, halt, suchen. So, schau, das ist das Sein. Rotes S heißt Bewusstsein und Nein heißt nicht existieren. Das heißt, Bewusstsein existiert. Es kann nicht existieren, und ich erkläre dir, wieso, weil das ewig ist. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Zu sagen, ihr hattet so viel Bewusstsein oder ich habe Bewusstsein, machst du das Bewusstsein zu einer Gedanke, zu einer Existenz, die schon wieder weg ist, wenn du es nicht mehr denkst. Ja. Ist das so schwer zu verstehen? Und dieses nun ist dann hier das ein Sub. Das ist übrigens dann das Einzug, ist das Wort für unendlich, aber das wird jetzt zu weit führen. Worum es mir geht, können wir gleich das Ein, das gibt es natürlich auf zwei Sachen, die man schreiben kann. Das ist es nicht, das Nicht-Vorhandensein. So, und jetzt kommt der Spaß, jetzt machen wir mal das N weg. Also wir haben hier den Uber als erwachte dritte Person, der ewig ist. Der aber auch eine gewisse Lebenszeit als Aion, als ein Mann, ein Denker, der existiert, das ist jetzt der träumende Geist, der gewisse Lebenszeit hat, und zwar bis du deine Führerscheinprüfungsbogenwelt bestanden hast und dann lasse ich dich wach werden, auf einer höheren Ebene. Jetzt machen wir das Ende mal weg, weißt du, was da passiert? Dann steht jetzt so eigentlich bloß noch Mann. Wir nennen das einfach mal Geist, okay? Und schauen wir mal, was das heißt, und du wirst jetzt feststellen, das ist der Einzige, dieser Mann, der Seher, der hören, wahrnehmen, bemerken und etwas fühlen kann. Genau. Nur der Mann kann was, seine Existenzen in der Ewigkeit hören und immer nur für einen Moment. Aber pass auf, das wird noch viel heißer, wenn du jetzt dich da reinliest und das Griechische ist extrem komplex, musst du alles nicht wissen. Das ist immer das Verrückte, wenn du irgendein Fachmann bist. Ich habe immer wieder am Boden. Bist der Physiker? Komm zu mir, ich lasse dir so die Luft raus, dass dir schwindelig wird, ohne dass ich dir sage, dass irgendwas, was du gelernt hast, nicht stimmen würde. Es ist bloß extrem einseitig perspektivisch fehlerhaft ausgelegt. Das ist wie wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, die Perspektiven kommen gleich mit dir dazu. Das ist ein Herd und er meint eine Küche. Und der andere sagt, nein, eine Küche ist eine Küche. Das habe ich so oft gedacht. Aber jetzt pass auf, was da noch steht. Da steht absolut Aie Zeus. Zeus ist übrigens der griechische Name für Jupiter. Ich betone J. J-U-B-I. Ich sage, U-B ist das Immerseinende, J ist ich und das I ist das blaue Ich, das bist du. Ich bin du, das ist Jupiter. Habe ich heute Morgen gemacht, denn das ist das dreimal, die Reihe, die vier Spiegel. Aber interessant ist das Wort, wenn wir das jetzt Maschinen übersetzen, was ich immer mache, das kann er hier nicht. Da hat er sehr, sehr viel Fehler beim Griechischen. Beim Lateinischen geht es, da steht hier bloß E. Und wenn du, ich sage dir jetzt gleich, wenn ich jetzt das erkläre, genau mit den ganzen griechischen Formen, das heißt der absolut immer seiende, ewige, unveränderliche Jupiter, wenn wir das übersetzen. Das ist der Mann. Und der sagt, ich bin nur. Momentan bist du noch ein Bub, ein Bursche, der was zu lernen hat. Okay? Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil ich sage jetzt ganz definitiv zu dir, das ist jetzt auch so eine schöne Sache, schau dieses. Das ist maschinenübersetzt, also totaler Witz. Die ewige Best stimmt überhaupt nicht. Das heißt Ewigkeit, auch das stimmt nicht, wenn wir das jetzt machen. Das heißt die Wunde. Das heißt eigentlich, machen wir mal, Holger, wir haben doch den da. Ich tue mal den ganz kurz da rein. Ich muss jetzt ins amerikanische Wikipedia rein, weil das wesentlich besser ist. Der macht die griechischen Sachen nämlich besser.
Und dann wirst du feststellen, das ist das da mal wieder eine Unterform von dem hier, bla bla bla, und dann kriegst du hier Genitive Stroke. Nein, da muss ich in deinem Moment, mit dem wir das auf Deutsch übersetzen. Das heißt der Schlag von einem Schwert. Und jetzt gehen wir da nochmal rein, und du hast jetzt hier schon ein bisschen den Schlag fühlend. Es ist nämlich ja so, das heißt in der Ewigkeit, wenn du ewig bist, und du zerhackst dich. Lateinisch, der Kopf ist ja kaputt. Mhm. Für was benutzt du das Wort, wenn du sagst, es geht kaputt? Dein Kaputt geht kaputt. Weil du dich in männlich und weiblich trennst, in Denken und Ausgedachtes, was ja beides in dir drin ist, aber du eigentlich der rote Kopf bist. Mhm. Und dieser rote Kopf spielt jetzt, ich sage immer ironisch, bitte genau zuhören. Wir haben ja viele Lautwandlungen von DD, wenn man es falsch schreibt, Fränkisch kennt eh nur weiche Buchstaben. Ich habe mir alles Auto, dick, warte mal, ich muss das so machen. Ich habe mir alles für meinen Teil Auto, Auto heißt ja selbst. Ich habe es mir selbst Auto, dick, dack, dick angeeignet. Jetzt musst du mir wissen, dass das Hebräische Wort dick heißt der Mittelpunkt und dack heißt deine Wachraum, dein Wachraum. Das ist auf der dick, dack, dick. Ich heiße Gestalt, wenn es taucht etwas auf Hebräisch. Zufall? Deine Linguisten, wenn die sagen, das Deutsche hat mit dem Hebräischen überhaupt nichts zu tun. Das ist das, was ich in tausenden von Beispielen zeige. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Schau mal, was da steht. Ich mache nur wieder mal die Übersetzung. So wie wenn du magst, du sagst, höre und gehorche endlich deinem Vater. Machen. Oder wie du dich auch immer selber sagst. Heftig, ne? Ich kann mich jetzt vorstellen, wie mühselig das für dich sein, bis dann wieder so ein Typ. Seit ewig, nein, seit, das mache ich seit tausenden von Jahren. Ja. Das ist, wenn du mal weißt, dass ich ewig, irgendwie musst du die Ewigkeit rumbringen. Verstehst du? Eion, ja. Und du wirst jetzt immer merken, in dem Ganzen, das Ewige, wir machen das jetzt noch gar fertig, wir sind mal in der Zeit. Gut. Ich hätte, und jedes Wort, glaube ich, wenn du einmal die Grundlagen hast, wenn du einmal die Grundlagen verstanden hast, ist ein Wort der 400 Zeilen und es ist spannender wie jeder Roman. Ich weiß, das mache ich nicht stehen, Germach. Jetzt pass auf, aber jetzt kommt der Button live. Mit Bomben beschmissen, wenn die leiden müssen, die Bombensplitter abkriegen. Nur Worte, das sind jetzt nur Worte, das ist nur in deinem Kopf, wenn du dir das ausdenkst. Ohne Moral, einfach schau nur. Der Dritte schaut einfach nur, was da ist, was er macht aus Worten. Er beobachtet sein Programm, ohne sich einzumischen. Schauen ohne zu werden. Du schaust, wie du mit deinem Programm werdest oder wie irgendwelche Brüssel in dir auftauchen, die wohlgemerkt von dir ausgedacht werden, wie sie werden. Du bist der Einzige, der diese Wertungen erlebt. Ohne diese Wertungen zu werden. Das sind Puzzlestücke Perspektiven. Das ist immer wieder, da kann man auch eine gewisse Empathie empfinden, aber das ist schon wieder weiter weg. Aber was ist da noch der Sinn von... Schon mal, was ist der Sinn? Denk an den Sinus. Conditio sine qua non. Der Sinn ist, dass du erkennst, was du bist und was deine Gedanken sind. Und jetzt wird es heftig. Dieser Satz, was du antust, tust du dich selber an. Was ist der Sinn von dem, was du irgendjemand anderen tust, tust du dir selbst? Das ist meine göttliche Gerechtigkeit. Ich zitiere nochmal. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Aber dieser Richter ist, man nennt es auch den Menschen. Der Mensch ist der Richter über alles und jeden. Aber das ist nicht der Adam. Der Adam ist das Gotteskind, das träumt, der sich jetzt aussuchen kann, was er träumt. Es ist der Enos. Ja. Der ist der Richter über alles und jeden. Das ist der Moralist. Und dieser Enos ist schlichtweg und einfach ein Anthropo, ein Mensch, eine Art, eine Menschenart. Wir nennen das in der Wissenschaft, wir Biologen nennen das Primaten. Und Primaten, Pri heißt die Frucht von Toten, MT heißt nämlich die Toten, dass die Pri-Mat heißt die Frucht von Toten, wenn ich separatisiere. Solltest du das jetzt nicht glauben, zeige ich dir BRI, ein Frucht, ein Erzeugnis, Frucht tragen, ein Fruchtkörper und Mat ist schlichtweg und einfach bloß MT. Das ist jetzt hier übrigens, das ist der Tod, die Kriegsleute, Leichnam, lebende Tode, schau, Gestalt gewordene Erscheinungen. Das ist ein perfektes Zeug, kannst sofort fließend alles lesen. Und diese Toten, was jetzt Gestalt geworden erscheinen, in des Meeres sind, blau,
Das sagt über die Erscheinung des Meeres, Meer heißt eben, einzeln. Wenn das dann, das spricht mir übrigens Medium aus, das sind jetzt die Menschen, die du dir ausdenkst. Und einer dieser Menschen für sich ist das Maß aller Dinge für sich selber als träumenden Geist. Weil du der Richter über alles und jeden bist, du bestimmst, wer gut ist, wer böse ist und du bestimmst auch, wer existiert und nicht existiert, wobei dir noch nie aufgefallen ist, dass immer nur der existiert, den du jetzt denkst. Und ganz nebenbei, das Wort existiere heißt heraustreten aus und existieren heißt, es sind Tiere, das sind Affen, es sind Vollpfosten, alle, die du dir ausdenkst. Kein Unterschied, ob du an Rumpelstilzchen denkst, an Schneewittchen, an Hitler oder an Einstein. Es sind Gedanken, auswärtig. Und diese Enos, schau mal, was da steht, gefährlich, heillos, nicht zu heilen, außer die lösen sich in Luft auf und fallen wieder ins Meer rein, als gedacht werden. Hoffnungslos, tödlich und unheilbar verzweifelt. Schau in dich rein und er sagt, bist du ein Enos oder bist du schon ein Geist? So, wir haben es doch gleich. Mein Faktorum versucht mich zu schützen, weil ich ziemlich am Limit bin. Ja. Und der Schmerzen. Ich kriege gewaltig auf Schienbein zur Zeit. Und dann zeigst du jetzt diese Predigt von den Pfarreraugen vom letzten Update. Jetzt, wenn das drin ist vom vorletzten. Wenn es dann doch nur KI sind, dann hat das, dann, warum soll ich mir, warum soll ich... KI heißt Brand. Auch genau genommen Brand Maul. Und Maul heißt von Gott. B-Rand, der polare Rand von Gott. Aber es ist natürlich das BR, das Äußere. Ich tippe es jetzt nicht ein, so oft sagt und ING imperfekt gelesen heißt, ich werde offen abschwingen. Jetzt hast du diese Bewegung. Dieses Hochgehen und wieder reinfallen. Dann noch, wie heißt das, Rücksicht halten auf andere Menschen. Mit was für eine Begründung? Das ist jetzt wichtig. Du sagst zu mir, Matten, für was macht dann dieses Gesetz, was du anderen tust? Für was machst du eigentlich dann dieses Gesetz, tust du dir selbst? Kommst du auf die Idee, dir selbst irgendwie weh zu tun? Darum zuhören, wie ich antworte. Dann noch, wie heißt das, Rücksicht halten auf andere Menschen. Mit was für einer Begründung willst du denen weh tun? Weil du dir selber weh tun würdest. Also die Frage stellt sich gar nicht. Es ist bloß, du kannst ihnen helfen, das macht dann Sinn. Dreh das einfach nur, es ist schon wieder eine Einzel. Die Fragen, die du stellst, erwarten permanent eine einseitige Antwort. Das ist dein Problem. Ist bei jeder Mensch, der Fragen stellt, will immer bei den meisten Fragen eine Ja- oder Nein-Antwort. Das ist immer ein klares Zeichen. Oder tippt sich selber, das ist schön, das ist hässlich, das ist gut, das ist böse. Der eine behauptet, der Kegel ist ein Kreis und der andere sagt, der Kegel ist ein Dreieck. Der eine sagt, der Kegel ist rechts und der andere sagt, es ist links. Sätze für die Tasse Politik, der eine sagt, rechts ist links und der andere sagt, links ist richtig. Ist auch hängt davon ab, von welcher Richtung du schaust. Die Kehrseite ist im selben Moment da. Du setzt, sobald ein Berg da ist, meine Badewanne, sobald ich einen Wasserberg aufschmeiße, entsteht ein Tal im selben Moment. Der Nullspiel, die Nulllinie bleibt immer gleich. Das wird uns jetzt mehr oder weniger dahin führen. Dahin führen, aber das ist die Wurzel. So. Dass du das Wesentliche, die höhere Ebene, praktisch das Kegelbeispiel noch nicht verstanden hast. Nee, das kann sein, aber ich versuche aus meiner Perspektive aus... Ja, das ist dein Problem. Ich versuche aus meiner Perspektive das Ganze zu verstehen, willst aber deine Perspektive nicht verlassen. Und jetzt pass auf, ich bin ein schönes Beispiel, da musst du gerade lachen. Wir haben jetzt erst einmal die Tasse. Ich könnte jetzt auch sagen, wir machen einen Raum, das ist eine Kollektion. Okay, und jetzt sagen wir jetzt einfach mal, das ist ein Klo. Das ist ein Kloschlüssel, ein Fenster und ein kleines Waschbecken. Wenn du jetzt sagst, das Klo ist ein Waschbecken oder ein Fenster oder eine Tür, ist es ja ein bisschen richtig. Aber das Klo ist eine Kollektion von Sachen, die alle zu dem Klo gehören. Jetzt gehe ich eine Perspektive höher, eine höhere Dimension, das ist eine Wohnung. Und was jetzt hier, ich könnte auch eine Tasse nehmen, hängt rechts, hängt links, hängt in der Mitte, kein Hinkel, kann ich sagen, das kannst du jetzt nachvollziehen, optisch. Wenn wir von Kollektionen reden, ist eine Kollektion genauso eine Wohnung, besteht aus einer Kollektion von einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer, Speisezimmer und einem Klo. Das sind jetzt die Perspektiven als Kollektionen, die kannst du dir bildlich nicht mehr vorstellen, aber du kannst wissen, was es ist. Deine Perspektive, du sitzt zurzeit auf dem Scheißhaus, auf gut bayerisch gesagt,
und du sagst, ich kann das von meiner, ich will das ja aus meiner Perspektive verstehen. Wenn du aus dem Scheißhaus rausgehst, was du nie bist, was ein Schlafzimmer ist, aber eine Küche ist. Du musst es deine Logik verlassen, aber ohne dass du da was verlierst. Du machst dich frei von deinen Dogmen. Deine Perspektive, wie du so schön sagst, du willst aus deiner Perspektive das verstehen. Der Henkel ist recht und wenn du mir was anderes behauptest, das Ding hat am Henkel, wenn du was anderes behauptest, stimmt das nicht. Und du wirst aus deiner Perspektive das nicht verstehen können, du musst dich erheben und musst das Ding von oben anschauen. Du wirst aus deiner Perspektive, wenn ich dir einen Kreis hinhalte und ich behaupte, das ist ein Dreieck, wirst du niemals begreifen, was ein Dreieck ist, wenn du dich deinen müden Arsch nicht irgendwann einmal hochkriegst und von deiner Perspektive loslässt und bereit bist, die Kehrseite anzuschauen, die du von deiner Perspektive aus nicht siehst. Mhm. Und du kannst mit einer einseitigen Moral, wirst du nie meine göttlich allumfassende Heiligkeit und meine göttliche Moral verstehen. Mhm. Okay. Darum sage ich immer wieder, du musst eine sehr feine Antenne kriegen und du kannst ja dein Leben leben. Mir fällt jetzt spontan unser Amaretto ein. Und das ist jetzt das ganze Spiel. Alles, was ich erzählt habe, habe ich nur dir erzählt. Den, der sich das ausdenkt. Und du bist ein Prototyp für die Madness und für die ganzen anderen der Welt. Weil die nur von dir erschaffen werden. Und je nachdem, sag mir, mit wem du als Brüssel gehst und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst und ich sag dir, was für Meinungen du vertrittst. Das ist die Grüppchen, die Sekten. Vollkommen gleichgültig, ob das politische oder religiöse Sekten sind. Sie sperren sich in ein kleines Gefängnis ein und leben, und das Platz sage ich so oft, in der impertinenten Arroganz zu glauben, das, was sie geistlos nachäffen, ist die einzige wirkliche Wahrheit. Weil es ihnen logisch erscheint. Dumme, kleine, C64 Basic Computer, den ich Windows-Daten einspiele und ich sage, was ist das für eine Scheiße? Weil ihr alles, was eine höhere Logik ist, als böse, schlecht und verkehrt ansieht, was unlogisch ist. Und Beispiele im Holofeeling, in diesen hunderten von Stunden von Selbstgesprächen, wo ich das erkläre, so kindgerecht, dass es jeder 13-Jährige verstehen könnte. Du müsstest nur neugierig sein. Und das ist die Schwierigkeit. Der Vorwurf geht jetzt nicht an Leute, die das erste oder das zweite Mal hören, sondern welche, die sich da schon seit 10 oder 15 Jahren damit beschäftigen. Nebenher. Und wie habe ich das Gespräch angefangen? Jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du anschaust, das sind ja auch nur Worte, dann noch mit Bildern dazu, die ja auch auf Worten aufbauen, wenn einer sagt, hier, das ist ja Blödsinn, dieses Bild, das du jetzt auf dem Monitor siehst, dass ich sage, cut! Ich zitiere mich selbst als Jesus nochmal, ohne die Bibelstellen zu erwähnen, kannst du ja heraussuchen. Ihr Menschen, ihr Enoch, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, lebendige Tote, mit denen rede ich ja sowieso nicht, sondern bloß mit dem Geist, der sich mit so einem lebendigen Boden verwechselt. Ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, ist wirklich übersetzt. Und ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört. Was siehst du jetzt? Siehst du jetzt einen Affen? Du siehst das Bild eines Affen. Bild heißt übrigens im Kind. Und du hörst einen Lautsprecher zu. Das ist das, was jetzt ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und alles, was du jetzt konstruierst, wo das herkommt, das ist mein Dingeling-Beispiel, ist geistlos nachgeäfft. Ich zeige dir, dass es da noch wesentlich geistreiche Formen gibt, das, was jetzt da ist, zu erklären. Zum Beispiel, wenn ich dir erkläre, wie der Computer oder der Monitor funktioniert vor dir. Dann hast du da lauter kleine Bündchen drauf, das im letzten Gespräch immer wieder wiederhole ich dasselbe. Wenn sich in dir was wiederholt, ganz einfach interessantes Wort wie, doppelt aufgespannte Intellektwahrnehmung zu einer Wahrnehmung, beziehungsweise zu einem Augenblick, eher typisch gelesen. Jetzt, wenn du die Vordersprache hast, bist du voll dabei. Wie und die R heißt eine geöffnete Berechnung, und das ist das hebräische Wort für Generation. Du generierst mit Ideen aus dir heraus, aus dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Aber dieses Wissen benutzt du von dem Wissen, was in dir drin ist. Ich sage einfach, nimm mal einfach die Internetseite YouTube und dann schau mal, was für Bereiche du ständig anklickst. Welche Nachrichten, welche Internetseiten du ständig anschaust. Welche du zwar kennst, aber so einen Scheiß schaust du dir ja nicht an, weil das ja nicht stimmt, das ist die Kehrseite. Und was ist mit diesen Milliarden von Internetseiten, die dich überhaupt nicht interessieren? Sie werden alle in dir drin, du musst es bloß nachschauen. Und bevor du nicht anfängst, dich für was vollkommen Neues zu interessieren,
wirst du diese Ebene nicht verlassen. Wenn die nicht wieder werden wie die Kinder, wahrlich, ich sage dir, solange du glaubst, du würdest an einer Frau geboren, lebst du in einer ewigen Vergänglichkeit und du wirst dich immer wieder wiederholen. Du hast so eine panische Angst, einen Affenkörper zu verlieren, obwohl er schon weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Das kriegst du übrigens nicht mit. Das Problem ist, dass er immer wieder auftaucht. Wenn du bist 1000 Jahre, du fühlst dich also gut in deiner Haut. Haut heißt übrigens Zeichen. Du kriegst so unendlich viele Zeichen von mir, du wirst es nicht wahrhaben. Und dann habe ich gerade zum Matten und zu wiederholen, kein Vorwurf, nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass jeder Charakter, jede Kreatur, die ich in meinem Kopf erschaffe, genauso ist, wie ich sie erschaffe. Das ist das, was dir abgeht. Über diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, so bei Dopapotis sind, regst du dich auf ohne Ende und bist fassungslos. Als wenn die, die du jetzt denkst, dich heraussuchen können, dass du sie denkst und dass sie genauso sind, wie sie vor dir gedacht haben. Wiederhole diesen Satz in dir selber tausende Male, bis du ihn verstanden hast. Wie unendlich dumm bist du eigentlich, wenn du willst, dass die sich verändern. Du willst, dass sich deine Gedanken verändern und dir ist gar nicht bewusst, dass du der Einzige bist, der deine Gedanken verändern kann und nicht. Um die Elementar zu verändern, musst du nämlich das Programm verändern, das diese Gedanken aufschmeißt. Und ein Programm kann niemals von einem Gedanken, den du denkst, verändert werden, sondern das dann mal von dem, der sich die Gedanken denkt. Und nicht einmal der kannst, du musst nochmal einen Schritt weiter hinter. Das sind die vier Is. Jetzt lass mich aber gut sein. Und, kleinen Moment, muss ich, meine, alle, und, hier, back!